Natürlich vor allem in dieser Sekunde aufgegangen, dass er falsch taktiert hat, nämlich Bodo Ramelow, den bislang amtierenden Ministerpräsidenten, weil er war ja davon ausgegangen, dass dieses Abenteuer, das er hier eingeht, nämlich mit einer Minderheitsregierung hier reinzugehen, mit einer Minderheitsregierungskoalition und sich dann zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, sein Kalkül ist nicht aufgegangen. Es wurde dann gegen ihn taktiert und am Ende war es dann eben Thomas Kemmerich, der hat besser taktiert, der FDP-Chef, und hören wir uns mal an, wie er dann vereint. Wurde. Vereidigung des Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Thomas Kemmerich, ich verlese nun die in Artikel 71 der Verfassung des Freistaats Thüringen vorgeschriebene Eidesformel und bitte Sie, diese Eidesformel nachzusprechen. Sie können den Eid anschließend mit den Worten "So wahr mir Gott helfe" bekräftigen. Die Eidesformel lautet: Ich schwöre, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Verfassung und Gesetze wahren, Verfassung und Gesetze wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ja, und eigentlich wollte Bodo Ramelow diese Sätze sprechen. Er konnte es nicht mehr tun. Er wusste natürlich, dass die CDU zum Beispiel gesagt hatte, sie wird ihn nicht wählen. Aber das hieß eben in der Denkweise von Bodo Ramelow, dass sie dann zumindest sich möglicherweise enthalten wird bei diesem dritten Wahlgang. Genau das ist schiefgegangen. Die CDU, sie hat sich nicht enthalten. Sie hat komplett für Kemmerich gestimmt und dann eben auch die AfD. Und da hat Mike Moring, der CDU-Chef, hier schon gesagt, er kann nichts dafür, was die AfD tut, wobei natürlich selbst wir auch vorher vor diesem dritten Wahlgang spekuliert, dass die AfD ihren eigenen Kandidaten fallen lässt und jetzt auf das in das Lager von Thomas Kemmerich umschwenkt, um eben zu erreichen, dass Bodo Ramelow nicht mehr Ministerpräsident wird. Das hatten Sie ja immer wieder angekündigt bei der AfD, dass das ganz wichtig für Sie ist und dass Sie das eben auch dann als Triumph gefeiert hat. Wir haben bei der AfD, in der AfD-Fraktion in dem Moment, als dann eben die Stimmzahlen verkündet wurden. Und einer, der natürlich tief schockiert darüber ist, ist SPD-Chef Wolfgang Tiefensee. Hören wir uns mal an, was er gesagt hat. Das ist ein politischer Dammbruch. Es ist ein Ergebnis, mit dem man leider rechnen musste. Nachdem Thomas Kemmerich gestern gesagt hat, dass er die SPD-Minister bitten wird, in einer Regierung durch ihn geführt, die Posten zu behalten, war klar, dass er nicht nur ein Zählkandidat sein will, sondern dass er mit Vorabsprachen darauf hingewirkt hat, Ministerpräsident zu werden. Nimmt er dann ab oder nehmen wir ab? Unfassbar. Im Blick auf das Wahlergebnis vom 27. Oktober, den Umfragen, was die Präferenz der Bevölkerung ist. Und jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Gut. Eins steht fest, die SPD steht nicht bereit, Minister in dieser Regierung zu entsenden, beziehungsweise mit einem Ministerpräsidenten im Landtag zu kooperieren, der von AfD-Gnaden auf diesen Sessel gekommen ist. Das heißt auch, Sie würden etwaige Koalitionsgespräche mit der FDP als Führung grundsätzlich ablehnen? Es ist definitiv ausgeschlossen. Können Sie sich vorstellen, dass die CDU nicht eingeplant hat, dass die AfD im dritten Wahlgang nicht mehr ihren eigenen Kandidaten hat? Nein, natürlich nicht. Denn es genügte schon einen Blick in die Gesichter der CDU-Abgeordneten, um zu wissen, dass große Freude herrscht über dieses Ergebnis. Ja, wie soll es jetzt weitergehen? Eigentlich dann nur Neuwahlen denkbar oder was? Ich denke, es könnte darauf hinauslaufen, dass es im März nächsten Jahres Neuwahlen gibt. Dann nämlich, wenn der Ministerpräsident keine Mehrheit für einen Haushalt bekommt, wenn er den allerdings gemeinsam mit der AfD aufstellt, also in der Zukunft sich nicht nur wählen lässt, sondern auch eng kooperiert, vielleicht geduldet, toleriert wird von der AfD, dann ist es möglich, dass die Regierung unter Ministerpräsident Kemmerich viele, viele Monate, vielleicht Jahre agiert. Bitte. Ich gebe noch
Soweit Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee, der ja noch relativ gefasst reagiert hat, muss man sagen. Achim Unser, ich will nur gerade mal vorlesen, was hier Juso-Chef Kevin Kühnert gesagt hat. Der sagt nämlich, die Masken sind gefallen. Nun ist Wachsamkeit das Gebot der Stunde, denn CDU und FDP haben der AfD zu echter Macht verholfen. Wie ordnest du das ein? Naja, das ist natürlich typisch Kevin Kühnert, der immer relativ scharf formuliert, aber viele werden ihm da ganz bestimmt folgen und sagen, ja, seht her, Mike Moring und auch die FDP haben zusammen mit der AfD eben einen Ministerpräsidenten hier installiert, hier gewählt. Und Mike Moring hat vorhin ja dann auch gesagt, als er hier stand, er hat sich gestern Abend noch mit Bernhard Vogel abgesprochen, dem ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten von Thüringen, eine Instanz hier in Thüringen, der im Vorfeld gesagt hat, dass man doch darauf achten solle, dass man hier nicht in die Nähe der AfD gebracht wird als CDU. Und dort hat Mike Moring gesagt, dem habe man versichert, dass man einerseits dabei bleibt, dass man eben nicht Bodo Ramelow wählen wird, das hat man ja auch immer öffentlich gesagt, sondern dass man die Stimmen der CDU-Fraktion einem Vertreter der bürgerlichen Mitte geben wird, also da schon eben in Richtung Thomas Kemmerich, und das war natürlich, dann musste auch Thomas Bernhard Vogel klar gewesen sein, dass wenn dann eigentlich nur noch die Stimmen der AfD fehlen und dann hat Kemmerich eine Mehrheit, genauso ist es jetzt eben passiert. Und auch von der Linkspartei gibt es eine erste Reaktion, und zwar von Susanne Hennig-Welsow. Wir hören rein. Das, was da heute passiert ist, ist eindeutig der Pakt mit dem Faschismus. FDP und CDU sind den sehenden Auges eingegangen. Ich würde sogar sagen bewusst. Wenn wir jetzt auch gerade erfahren, dass in 2 Stunden das Kabinett Kemmerich steht, dann wissen wir, dass es von langer Hand geplant ist und kein Zufall ist, was heute passiert ist. Ich kann mir nur wünschen, dass die Bundesparteien FDP, CDU diesen Sündenfall nicht als Normalität anerkennen, sondern verstehen, dass gerade die AfD in Thüringen eine tatsächlich rechtsextreme Partei ist mit Höcke, und sie haben sich bereitwillig von denen wählen lassen. Es war völlig klar mit der Ansage von Kemmerich, er tritt nur an, wenn die AfD antritt, dass das passieren wird. Wir haben jetzt eine Situation, die nicht vom Wähler gewünscht ist, einen 5% Menschen jetzt zum Ministerpräsidenten gewählt zu haben, der sich von einer extremen Rechten tragen lässt. Wir als Partei Die Linke werden nicht aufgeben, weil wir das Land nicht den Rechten überlassen werden und auch nicht dieser Regierung überlassen werden. Wie das im Einzelnen genau aussehen wird, das werden wir in den nächsten Tagen entscheiden. Ich für meinen Teil schäme mich für Kemmerich, für Moring, dass sie das zugelassen haben, für jeden Einzelnen, der diese Regierung ins Amt gehievt hat. Denn das, was passiert ist, ist, dass der demokratische Konsens ganz eindeutig verlassen worden ist. Und das nur aufgrund von Machtgeilheit und nichts anderem. Wie geht es Herrn Ramelow? Sie können sich vorstellen, wie es Herrn Ramelow geht. Bodo Ramelow war der beliebte Ministerpräsident, der mit Leib und Seele, mit ganzem Herzen für die Thüringerinnen Politik gemacht hat. Mit einer Stimme nicht zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden und dieses Land noch dazu der extremen Rechten zu überlassen, dann können Sie sich vorstellen, dass es ihm nicht unbedingt gut geht. Deutliche Worte also von der Linkspartei. Achim Unser, da war von einem Pakt mit dem Faschismus die Rede und davon, dass dieses Ergebnis jetzt ja nicht den Wählerwillen widerspiegelt, weil der Vertreter einer 5%-Partei jetzt Ministerpräsident ist. Da hat die Frau nicht ganz Unrecht. Ja, natürlich. Das hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt. Also, dass tatsächlich die kleinste Fraktion neben den Grünen dann hier den Ministerpräsidenten stellt, das ist ja schon ein bisschen eine Verkehrung der Verhältnisse, wie es eigentlich nach einer Wahl sein sollte. Aber man muss natürlich auch sagen, dass dieses Wahlergebnis auch so schwierig war und dass es eigentlich nur mit mehr Parteienkonstellationen gehen konnte. Und das natürlich, ich meine, die natürlichste Lösung wäre gewesen, wenn es nach dem Wählerwillen geht, dass die Linkspartei mit der AfD zusammen eine Koalition bildet. Beides die größten Fraktionen, aber das geht nun mal nicht, weil beide völlig unterschiedliche politische Ansichten haben. Insofern müsste sich die stärkste Partei, in dem Fall die Linke, eine Regierungskoalition zusammenzimmern. Das hat Bodo Ramelow gemacht. Deswegen hat er auch sozusagen in den beiden ersten Wahlgängen versucht, Ministerpräsident zu werden, weil jene Parteien, die eine Regierungskoalition präsentieren, die dürfen dann auch erstmal Kandidaten stellen. Und dann im dritten Wahlgang kann dann jeder
deswegen auch das Kalkül von Thomas Kemmerich, eben erst im dritten Wahlgang anzutreten. Und so wie jetzt die linken Politikerin gesagt hat, dass es bereits ein Schattenkabinett gibt oder ein Kabinett Kemmerich gibt, das spricht natürlich auch wieder dafür, dass es mehr als nur, sage ich mal, also dass es doch Absprachen gab zwischen CDU und FDP, dass man das heute so über die Bühne bringen will. Und dann konnte man das natürlich auch nur über die Bühne bringen, indem man sich eben darauf verließ, dass die AfD so reagiert, so wählt, wie sie heute gewählt hat. Und da ist eben dieser Tabubruch, da ist eben der Vorwurf dann auch von der Linkspartei oder von Kevin Kühnert, dass die CDU hier kooperiert hat und die FDP, dass beide Parteien hier kooperiert haben in gewisser Weise mit der AfD. Und was sagt die CDU dazu? Inzwischen hat sich auch der thüringische CDU-Chef Mike Moring geäußert zum Wahlausgang. Hören wir rein. CDU-Fraktion uns heute so verhalten, wie wir das angekündigt haben. Wir haben uns in den ersten beiden Wahlgängen enthalten. Und nachdem im dritten Wahlgang ein Kandidat der Linkspartei anstand und ein Kandidat der AfD und dann ein Kandidat der Mitte vorgeschlagen wurde, haben wir uns so verhalten, wie wir das im Wahlkampf angekündigt haben, dass wir die Mitte in diesem Land stärken wollen. Und eine Enthaltung hätte sich verboten. Aber Fakt ist, wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien. Wir sind auch nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien. Aber wir sind verantwortlich für unser eigenes Stimmverhalten. Und deswegen haben wir uns, wie angekündigt, dafür entschieden, den Kandidaten aus der bürgerlichen Mitte zu unterstützen. Wie wird man diese Stimmen, die jetzt kommen, sagen, einen Sündenfall in Deutschland aushalten? Es ist ganz entscheidend, dass Thomas Kemmerich klar macht, dass es keine Koalition mit der AfD gibt. Und dass er ganz deutlich macht, dass es eine klare Abgrenzung auch nach rechts gibt. Wir wollen dieses Land zusammenhalten, zusammenführen. Daran liegt die große Aufgabe des neuen Ministerpräsidenten, diese Spaltung zu überwinden. Und jetzt sind wir gespannt auf seine Worte nachher vor dem Plenum und auch, welche Vorschläge er hat, wie er sich die Regierungsarbeit vorstellen wird. Steht die CDU da zur Verfügung? Wir hören uns die Vorschläge an und wir haben ja Thomas Kemmerich mitgewählt. Und daraus folgt ja auch nicht, dass wir uns dann einer Mitarbeit verweigern. Aber alles in der Reihenfolge und alles in Ruhe. Wir sind nicht in der Verantwortung. In der Verantwortung ist der neue Ministerpräsident, der die Vorschläge für das Land machen muss. Aber wir erwarten, dass das unter klarer Abgrenzung der AfD passiert. Sehen wir jetzt einen Paradigmenwechsel in Deutschland, wenn der Zusammenhalt mit der AfD möglich ist, auch wenn Sie nur gewählt haben, mitgewählt haben? Es geht nicht um eine Frage der Zusammenarbeit. Und ich gehe davon aus, dass Thomas Kemmerich das auch genauso erklärt, dass es keine Zusammenarbeit gibt. Aber wir hier, so haben wir das auch vor den ganzen Wahlen jetzt gesagt, Thomas Kemmerich und auch ich persönlich, dass wir den Aushandlungsprozess hier in dem Landtag sehen, dass es hier darum geht, Mehrheiten zu finden für das Land. Alle haben gesagt, es geht um staatspolitische Verantwortung. Das gilt natürlich so rum wie auch andersrum. Und ich hoffe, dass alle sich noch an die Worte der letzten Woche erinnern können, als es darum ging, staatspolitische Verantwortung für das Land Thüringen einzufordern. Und es geht um dieses Land Thüringen. Es geht darum, die Dinge voranzubringen, keinen Stillstand zu organisieren, sondern das Beste für das Land zu erreichen. Wir ganz persönlich, ich ganz persönlich, die CDU, wir haben verzichtet, da zu kandidieren. Ich habe selber verzichtet als Spitzenkandidat, weil ich mich an das gehalten habe, was unsere Partei festgelegt hat. Aber wir haben mit unseren Stimmen verantwortlich heute entschieden. Und jetzt geht es ums Land Thüringen. Sie hatten eine Pause vom dritten Wahlgang zu machen und Sie wollten eigentlich überlegen, selber in dem dritten Wahlgang dann einzuschalten. Nein. Ich weiß nicht, woher Sie sich das ausgedacht haben. Wir haben von Anfang an gesagt, das habe ich schon vor Wochen erklärt, dass ich nicht kandidiere in der Konstellation, wenn Rot-Rot-Grüne gemeinsam Kandidaten vorschlägt. Und gestern Abend haben wir ja gemeinsam mit dem Landesvorstand und der Landtagsfraktion einstimmig uns auf eine Position verständigt. Ich habe ja extra auch gebeten, dass der Ehrenvorsitzende Bernhard Vogel mit dabei ist. Mit ihm haben wir das gemeinsam besprochen. Ich habe mit Dieter Althaus gesprochen und wir haben das, was wir gestern Abend getan haben, ungefähr 50 Leute aus der Führung der CDU Thüringen sehr einhellig und sehr einstimmig beraten, wie wir heute vorgehen. Und wir sind genauso umgegangen, wie wir das gestern Abend beschlossen haben. Sie haben vor dem dritten Wahlgang miteinander noch geredet und beraten. War Ihnen eigentlich klar oder haben Sie das einkalkuliert, dass die AfD ihren eigenen Kandidaten im dritten Wahlgang nicht mehr wählen wird? Wir haben einkalkuliert, dass wir Thomas Kemmerich wählen. Wir sind nicht verantwortlich für das Stimmverhalten anderer Fraktionen. Wir sind auch nicht verantwortlich, wie andere Fraktionen ihre Kandidaten aufgestellt haben. Sie haben heute gesehen, die CDU-Fraktion war die einzige Fraktion, die keinen eigenen Bewerber ins Rennen geschickt hat. Weil wir das auch, was wir vor der Wahl angekündigt haben, auch heute im Wahlgang konsequent umgesetzt haben. Aber natürlich haben wir auch eine Verantwortung für die Mitte in diesem Land. Wenn zwei Kandidaten zur Auswahl stehen von der AfD und von der Linkspartei und es gibt ein Angebot aus der Mitte, dann ist es doch wohl folgerichtig, dass die CDU, die sich als Partei der Mitte sieht, auch diesen Mitte-Kandidaten unterstützt.
Sie stehen also für Ministerposten zur Verfügung bei der CDU und welche verlangen? Die Frage hat sich doch jetzt noch gar nicht gestellt. Da ist gerade eben ein Ministerpräsident gewählt worden, der keine Koalitionsvereinbarung vorgeschlossen hat, der keine Vereinbarung mit anderen Parteien getroffen hat. Und das muss ich jetzt sortieren. Und diese Verantwortung liegt bei Thomas Kemmerich. Und wir warten darauf, dass er sich der Öffentlichkeit gegenüber erklärt. Und dann werden wir miteinander die Gespräche suchen. Aber die Reihenfolge ist, er muss die Dinge führen. Haben Sie schon erste Reaktionen auf Ihr Handy vielleicht bekommen von Seiten der Bundes-CDU? Ja, Sie stehen ja alle vor mir. Wenn ich jetzt auf mein Handy schaue, ist das ein bisschen unanständig Ihnen gegenüber. Gut, okay. Vielen Dank, Herr Boring. Wird es Koalitionsverhandlungen jetzt geben? Das dürfen Sie mich nicht fragen, weil ich gar nicht zur Wahl stand und jetzt auch gar nicht gewählt bin. Wenn aber Thomas Kemmerich Koalitionsverhandlungen einlädt, werden wir in solche Gespräche eintreten. Es ist ja ein ungewöhnlicher Zustand. Ich habe immer gesagt, Staatspraxis in Deutschland ist es, dass man mit einem ausgehandelten Koalitionsvertrag sich Wahlen stellt. Das war ja auch für uns der Anlass, warum wir als CDU-Fraktion keinen Kandidaten gestellt haben, weil wir keine abschließenden Koalitionsgespräche geführt haben und den Inhalt und Person zur Abstimmung gestellt haben. Unsere Verfassung sieht vor, wenn diejenigen, die das tun, zweimal scheitern, und das ist bei Rot-Rot-Grün passiert, dass dann die Wahlgänge neu eröffnet werden. Die Wahlgänge sind neu eröffnet worden, es gab neue Mehrheiten. Und diese neuen Mehrheiten drehen das Prinzip ein Stück um. Erst gewählter Ministerpräsident und jetzt im Nachgang Verhandlungen zu den inhaltlichen Themen, die für das Land wichtig sind. Würden Sie die Krise kriegen, wenn der neue Ministerpräsident auch der AfD-Ministerposten anbieten sollte? Wir gehen ganz fest davon aus, dass er das nicht tut. Wenn er das tun würde, stehen wir nicht zur Verfügung. Also geht es jetzt doch bloß in eine Minderheitenregierung, weil was anderes wird sich ja nicht bilden lassen da. Das müssen Sie alles dem Ministerpräsidenten fragen, der gewählt wurde. Ich bin ja deshalb extra nicht angetreten, damit diese Fragen Sie an denjenigen stellen, der sie beantworten muss. Herr Moring, ich wollte jetzt noch mal nachfragen. Dass die AfD im Dritten ihren Kandidaten selbst nicht mehr wählt, ist Ihnen nicht durch den Kopf gegangen? Mir sind alle Eventualitäten durch den Kopf gegangen. Und ich nehme an, auch den Kandidaten, der zur Verfügung stand. Weil was uns durch den Kopf geht, ist nur zweitrangig, sondern entscheidend ist, dass diejenigen, die Kandidaten beantragen, wissen müssen, dass sie, wenn sie in der Wahl antreten, auch gewinnen können. Aber ist es kein Problem, Kandidaten zu wählen, der wahrscheinlich nur gewinnen kann, wenn er auch von der AfD unterstützt wird? Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hat sich entschieden, den Kandidaten der Mitte zu wählen. Ich habe null Glaskugelblick darauf, ob andere Fraktionen, wie die ihr Wahlverhalten dokumentieren und machen. Und wenn eine Partei einen Kandidaten nominiert und wählt ihn nicht, spricht das auch ziemlich viel Bände. Herr Moring, jetzt bekommen wir einen Ministerpräsidenten, der 5% der Wählerstimmen hinter sich hatte, 5,000% und keinen der 21. So, da brach das Interview jetzt ab. Achim Unser, weiter zugeschaltet aus dem Landtag in Erfurt. Achim, ich würde ganz gerne noch mal dieses Interview mit dir ein bisschen sezieren. Mike Moring hat da gesagt, also man hatte eine staatspolitische Verantwortung. Man wollte den Kandidat der Mitte stärken. Gleichzeitig hat man aber betont, Herr Moring, dass es eine strikte Abgrenzung zur AfD gibt. Aber ist das nicht ein bisschen zynisch? Weil wenn ich auf der einen Seite mit der AfD zusammen den Kandidaten wähle, dann grenze ich mich doch nicht ab. Naja, aber Mike Moring wäscht ja seine Hände in Unschuld und sagt, er konnte ja nicht wissen, wie die AfD-Fraktion wählt. Und er hat sich nur dafür entschieden, mit seiner Fraktion zusammen den Kandidaten der bürgerlichen Mitte, in dem Fall eben Thomas Kemmerich, zu wählen. Also hätte er davon ausgehen können, dass es eben dann doch nicht reicht. Andererseits eben unterstellen ihm jetzt eben auch viele, unterstellen sehr viele hier eben der Union, dass es ihr bewusst, dass ihr klar gewesen sein muss, dass die AfD im letzten Wahlgang dann umschwenkt. Und das hatte ja schon die linken Politikerin vorhin gesagt, dass Thomas Kemmerich schon bereits eine Art Kabinett hat, ein Schattenkabinett, und er also davon ausgegangen ist, dass er eben nicht nur hier einen Versuch startet, wo der Ausgang ungewiss ist, sondern schon hier konzertiert vorgegangen ist. Und jetzt muss man sich das auch natürlich auch mal so vorstellen. Mike Moring sagt, dass jegliche Zusammenarbeit mit der AfD findet er,
wird er nicht akzeptieren. Also er schließt in gewisser Weise aus, dass er mit der FDP in eine Fraktion geht, in die auch die AfD reingeht. Und dann bleibt es ja eigentlich nur momentan bei einer gelb-schwarzen Minderheitsregierung, also FDP und CDU. Wenn die dann ein Gesetz durchbringen will, dann muss sie eigentlich momentan nach dem heutigen Tag davon ausgehen, dass die tief enttäuschte Linkspartei ganz bestimmt nicht dem Ministerpräsidenten von der FDP folgen wird. Also wie kriegt man dann ein Gesetz eigentlich durch? Vermutlich nur mit den Stimmen der AfD. Und genau das muss man sich dann eben auch vor Augen halten. Und deswegen diese scharfe Kritik von Seiten der SPD und von Seiten der Linken. Achim, für den Moment danke. Und telefonisch zugeschaltet ist Werner Patzelt, Politikwissenschaftler aus Dresden. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Einen schönen guten Tag. Das war jetzt mal ein Paukenschlag. Gibt es schon weitere Reaktionen, von denen Sie uns berichten können? Ich weiß nichts von weiteren Reaktionen, außer dem, was über die Medien in dieser kurzen Zeit gekommen ist. Aber wie kam dieses Ergebnis denn bei Ihnen an? Ist Ihnen die Kinnlade runtergefallen, als Sie das gehört haben? Ich war durchaus überrascht, dass es so gekommen ist, dass die rechte Mehrheit im Thüringer Landtag tatsächlich nicht die linke Minderheitsregierung ins Amt gebracht hat. Das hat mich tatsächlich überrascht, denn alle öffentlichen Schwüre liefen ja darauf hinaus, dass man Ramelow nicht daran hindern werde, ins Amt zu kommen. Und auf gar keinen Fall wolle man, und sei es auch bei einer geheimen Abstimmung, sich so verhalten wie die AfD. Ist das jetzt alles ein Tabubruch Ihrer Meinung nach? Es ist tatsächlich das Tabu errichtet worden, dass wann immer die AfD sagt, die Erde sei eine Kugel, die anderen politischen Parteien zu behaupten haben, sie wäre eine Scheibe oder anders gewendet, man dürfe niemals im Parlament mit der AfD gemeinsam abstimmen. Nur ist das eine Forderung, die sich bei geheimen Abstimmungen schwerlich durchsetzen lässt. Und es wäre durchaus zwar möglich gewesen, dass sich die AfD bei der Wahl des Ministerpräsidenten enthalten hätte oder die CDU enthalten hätte. Aber tatsächlich haben offenkundig die nicht-linken Parteien allesamt für den FDP-Abgeordneten gestimmt. Und ich vermute, dass viele selbst erstaunt, wenn nicht erschrocken darüber waren, dass sie nun tatsächlich eine Minderheitsregierung installiert haben. Glauben Sie, dass es da im Vorfeld Absprachen gegeben hat? Mike Moring von der CDU streitet das ja vehement ab. Aber angesichts dieses Ergebnisses, das ja doch sehr klar dann ausgefallen ist, ist die Aussage von Herrn Moring irgendwie unglaubwürdig. Ich meine, glauben soll man nur in der Religion und auch da nicht alles. Ich habe keine Informationen darüber, was es an Absprachen gegeben hat, aber es liegt doch auf der Hand, dass bei einer so wichtigen Sache wie der Wahl eines Ministerpräsidenten, der keine Mehrheit im Parlament hat, dass da Abgeordnete miteinander sprechen. Obendrein hatte die AfD ja schon lange signalisiert, sie würde sogar einen CDU-Politiker zum Ministerpräsidenten wählen, wenn ein solcher sich nur aufraffen wolle, als Gegenkandidat aufzutreten. Infolgedessen kann es einem nennenswerten Teil der Abgeordneten schon klar gewesen sein, dass eine realistische Chance besteht, einen Gegenkandidaten durchzubekommen. Aber ich glaube dann doch, dass die meisten überrascht gewesen sein dürften, dass dieser Coup tatsächlich gelungen ist. Sagt Werner Patzelt. Vielen Dank für das Gespräch. Wir sammeln jetzt weitere Reaktionen und sind dann in wenigen Minuten wieder für Sie da. Check 24 بتقدم لكم سوبر ايجيبتن ديلز دلوقتي والفترة محدودة تخفيض لغاية 50%. Das war ägyptisch, denn wir lieben Ägypten. Sie auch? Unsere 300 Reiseberater finden für Sie Ihre Traumreise in die Sonne. Natürlich immer zum besten Preis, dank der nirgendwo günstiger Garantie. Check 24, Deutschlands größtes Vergleichsportal. Thank you.
Und weiter geht's mit den Nachrichten bei Welt und einem richtigen Paukenschlag. Thüringens neuer Ministerpräsident heißt Thomas Kemmerich. Der FDP-Mann war im dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow angetreten und setzte sich mit den Stimmen von der CDU und auch der AfD durch. Ja, im dritten Wahlgang erhielt Kemmerich im Erfurter Landtag 45 Stimmen und damit eine Stimme mehr als der bisherige Amtsinhaber der Linken, Bodo Ramelow. Er wurde im Anschluss sofort vereidigt. Die AfD-Fraktion stimmte offenbar geschlossen für den FDP-Kandidaten. Ihr eigener Bewerber, Christoph Kindervater, erhielt keine Stimme. Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe die Anzahl der abgegebenen Stimmen bekannt. Abgegebene Stimmzettel 90, gültige Stimmzettel 90, Enthaltungen 1. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90, die Grünen, Drucksache 7-204 für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen. Ich frage Herrn Abgeordneten Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an? Dann darf ich Ihnen gratulieren. Am Telefon sind wir jetzt mit dem Publizisten Michel Friedmann verbunden. Herr Friedmann, ist das Unsägliche jetzt eingetreten? Ein deutsches Bundesland hat einen Ministerpräsidenten von Gnaden, der AfD, deren Fraktionschef ja bekanntlich das Holocaust-Mahnmal für ein Mahnmal der Schande hält. Der Kandidat hätte auch die Wahl ablehnen können, nachdem er gemerkt hat, dass er nur dank der AfD-Fraktion Ministerpräsident hat werden können. Wenn er sie nichtsdestotrotz angenommen hat, dann hat er bewusst wissentlich sich zum Ministerpräsidenten wählen lassen vom radikalsten Landesverband der AfD, wo Hass, wo Gewalt, wo geistige Brandstiftung, wo aber auch ein Landesvorsitzender, der den Holocaust in einer anderen Erinnerungskultur sehen will, das Sagen hat. Hier kann keiner mehr seine Hände in Unschuld waschen. Dieser Ministerpräsident hat sich von AfD-Stimmen in sein Amt bringen lassen. Er wollte es so und es spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob er jetzt erklärt, aber ich koaliere doch nicht mit der AfD und ich habe mit der AfD nichts zu tun. Dieser Ministerpräsident ist ein Ministerpräsident, auf dem braune Flecken die entscheidenden Mehrheitsstimmen gebracht haben. Mike Moring, der CDU-Chef in Thüringen, hat ja seine Hände danach in Unschuld gewaschen und hat gesagt, naja, wir haben einen Kandidaten der Mitte gewählt und dass der dann auch noch von der AfD mitgewählt wurde, dafür können wir ja nichts. Glauben Sie ihm das und halten Sie diese Erklärung für opportun? Es gibt eine Form von Naivität, von politischer Unschuld, die man einfach nach so einem Ergebnis nicht mehr formulieren darf. Noch einmal, selbst wenn Herr Möhring und die CDU-Fraktion der Meinung waren, sie wollen diesen FDP-Kandidaten, warum auch nicht, ihre Unterstützung geben, haben sie alle geahnt, dass wenn die AfD mathematisch die Stimmen für diesen Kandidaten auch gibt, sie vor der Realität dann konfrontiert werden, die wir ja jetzt besprechen, nämlich dass eine Stimme mehr und damit der Ministerpräsident von Gnaden dieser Partei gewählt werden wird. Nichtsdestotrotz, die Hauptverantwortung trägt dieser FDP-Kandidat, der dann spätestens dann alle politische Trickserei hätte hinten anlassen können und sagen, ich bin kein Ministerpräsident, wenn ich nur ein Ministerpräsident geworden bin, weil die AfD mich gewählt hat. Und ich bin auch sehr neugierig darauf, wie der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, sich in dieser Frage positioniert. Denn natürlich ist dies jetzt auch ein Problem auf Bundesebene. Es gab eine Möglichkeit. Es gab natürlich auch die Frage,
Wollen wir den Herrn Ramelow alleine in die Wahl gehen lassen? Stellen wir Gegenkandidaten? Wie wird es zu Ende gehen? Das Ergebnis war eine parlamentarische Mehrheit für jemanden, der, Sie haben die Frage ja von der Parlamentspräsidentin gehört, die Wahl hätte annehmen müssen können, aber auch ablehnen können. Spätestens durch die Annahme ist eine politische Erklärung abgegeben worden, die die ganze FDP an sich betrifft. Sie haben gerade gesagt, Sie sind gespannt darauf, wie Herr Lindner heute reagiert. Welche Möglichkeiten hat er denn? Das kann ich nicht beurteilen, sondern wir werden die Bewertung diesbezüglich analysieren, wenn sie stattgefunden hat. Mir geht es nur um die Frage, bevor Legenden aufgebaut werden. Der Kandidat hätte ablehnen können. Und wenn er abgelehnt hätte, wäre er nicht mit AfD-Stimmen Ministerpräsident geworden. Diese Freiheit stand noch im Raum. Und damit stand die Freiheit im Raum der AfD, auch keinen bundespolitischen Einfluss zu geben und nicht deutlich zu machen, dass machtstrategische Spiele mit der AfD billigend in Kauf genommen werden. Das ist ja hier auch nicht irgendein kleiner Ort. Es ist ein Landesparlament und Landesparlamente und Ministerpräsidenten wirken in die Bundespolitik hinein. Hier ist ein weiterer Schritt der Enthemmung in Richtung, es ist doch alles nicht so schlimm gegangen. Und das gerade in Thüringen ist unerträglich und politisch das völlig falsche Signal zur falschen Zeit. Wie groß schätzen Sie den Schaden für die Bundespolitik ein? Denn ich gehe mal davon aus, die Schlagzeilen morgen im Ausland werden das sicherlich auch aufgreifen. Ehrlich gesagt interessiert mich das Inland momentan mehr als das Ausland. Denn hier in der Bundesrepublik müssen wir jetzt erneut erst recht mit Blick auf die Wahlen im Bundestag, aber auch noch einige Wahlen, die in den nächsten Monaten stattfinden, uns die Frage stellen, was ist das Versprechen eigentlich noch wert von Parteien, die sagen, es gibt keine Berührung mit der AfD. Hier ist eine so unmittelbare Berührung stattgefunden, dass ein machtpolitischer Wechsel möglich wurde, weil die AfD einen Kandidaten der FDP in dem Fall gewählt hat. Und nun kann man sagen, wir wollen das nicht und wir sind nicht verantwortlich dafür, ob die AfD mich wählt oder nicht. Aber nachdem ich von der AfD gewählt werde, muss ich Nein sagen, sonst bin ich nicht glaubwürdig. Und in dieser Glaubwürdigkeitsfrage stellt sich natürlich auch eine machtpolitische Frage für die zukünftigen Positionierungen der Parteien. Hier jedenfalls hat die FDP den Dammbruch vorgenommen. Die CDU kann sich die Hände nicht in Unschuld waschen. Und ich glaube, dass die Diskussion, die jetzt stattfindet, eine neue Dimension anbieten wird. Und ich muss es noch mal betonen, die AfD ist so ehrlich und nackt in ihrer Menschenverachtung, ohne dass da irgendeine Maske vorhanden ist, erst recht in Thüringen. Da stellt sich die Frage, was muss eigentlich noch passieren, dass ein Kandidat als Ministerpräsident sagt, von euch werde ich nicht als Ministerpräsident mich wählen lassen. Ich verzichte lieber, als dass ich dieses politische Signal in die Republik senden. Hier ist nicht nur ein Fehler passiert. Hier ist das geistig-politische Klima in Deutschland noch einmal verschoben worden. Wäre dieser Fehler, den Sie gerade ansprechen, für Sie noch gravierender, wenn irgendwann rauskommen sollte, dass FDP, AfD und CDU sich im Vorfeld abgesprochen haben über dieses Wahlergebnis? Wir wissen nichts davon. Es reicht, was passiert ist. Ich glaube, dass auch wenn nichts abgesprochen ist, das sind ja alles Profis. Und es gab natürlich Taktieren, es gab mathematische Berechnungen. Und niemand konnte ausschließen, niemand von der CDU und niemand von der FDP, dass die AfD dieses Momentum nicht nutzt. Niemand konnte ausschließen, dass ein solches Ergebnis nicht stattfindet. Wenn man darauf vorbereitet gewesen wäre, hätten sich beide Parteien, CDU und FDP, darauf einigen müssen, dass der Kandidat dann Nein sagt. Ist das aber nicht erfolgt und hat der Kandidat trotzdem Ja gesagt, dann ist hier etwas passiert, wo die Verantwortung für die Gesamtdiskussion, wie geht man mit Antidemokraten, mit Rassisten, mit Menschenhassern im Politischen um, und zwar im Machtpolitischen, eine Verschiebung in die völlig falsche und sehr gefährliche Richtung genommen hat.
Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alice Weidel, hat nach diesem Wahlergebnis gesagt, hat erstmal dem Ministerpräsidenten gratuliert und hat dann gesagt, an der AfD führt künftig kein Weg mehr vorbei. Hat sie da jetzt recht? Nein. Es gibt in dieser Republik übrigens auch in dem Thüringer Parlament eine breite, deutliche Mehrheit von über 70-80% in den Parlamenten von Parteien, die zwar unterschiedliche politische Konzepte haben, aber alle auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, die ohne Zweifel in ihrem demokratischen Ansatz diese Republik tragen. Es ist also gleichzeitig auch ein Zeichen, dass diese große Mehrheiten in Thüringen nicht zu Kompromissen gekommen sind, dass sie es ermöglicht haben, dass die AfD überhaupt in die Lage gerät, Königsmacher zu werden. Aber noch einmal, der König hätte Nein sagen können. Diesmal hat der Ministerpräsident Ja gesagt und er trägt die volle Verantwortung dafür. Auf der Bundestagsebene für die nächsten Wahlen, glaube ich, werden wir diese Konstellation nicht wiederfinden. Frau Weigel mag sich das einreden, aber es stimmt, dass aufgrund einer weiteren qualitativen Verschiebung, nämlich dass man mit Antidemokraten und Menschenhasser sich nicht ins Amt wählen lässt, dass die Verschiebung, dass das zum ersten Mal in einem Landtag auf der Ebene eines Ministerpräsidenten erfolgt ist, tiefgreifende Konsequenzen und Veränderungen sowohl in der qualitativen Debatte im politischen haben wird, als auch in der gesellschaftspolitischen Debatte in unserem Land. Und deswegen nochmal auf Ihre Frage, was das Ausland sagt, ist das eine. Das ist eine weitere Weichenstellung in eine, wie ich denke, hochgefährliche Veralltäglichung dieser AfD. Das ist eine Partei, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, weil sie in großen Teilen ihrer Führung immer wieder formuliert, die Würde des Menschen, einiger Menschen, ist antastbar. Und weil sie hetzt und weil für sie das Prinzip des Hasses und der Ausgrenzung eines der wesentlichen Identitätsmerkmale ist. Wer mit einer solchen Partei und deren Stimmen zum Ministerpräsident wird, hat damit einen Tabubruch gebrochen, der natürlich in die Zukunft ganz andere neue Akzente setzen wird. Aber was die Bundestagswahl für 2021 angeht, glaube ich, hat Frau Weidel sich geirrt. Wie es aber weitergeht, ist auch nach diesem nächsten, muss man sagen, Erdbeben nicht mehr zu prognostizieren. Wir haben alle nicht gedacht, dass jemals eine solche Partei in den Bundestag gewählt wird. Wir haben auch nicht gedacht, dass diese Partei in Landtagen wiedergewählt wird und übrigens teilweise mit doppelt so vielen Stimmen. Wir hätten nie gedacht, dass ein Demokrat ein demokratisches Amt, zwar demokratisch gewählt, mit Stimmen einer antidemokratischen Partei annimmt. Die nächsten Schritte sind dadurch möglicher als je zuvor. Kann ich aus Ihren Worten auch ableiten, dass Sie davon ausgehen, dass die Parteichefs auf Bundesebene, Herr Lindner und Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, ihren Laden halt nicht richtig im Griff haben oder vielleicht vorher etwas rhetorisch hätten deutlicher werden müssen? Ich glaube jedenfalls, dass die beiden Bundesparteivorsitzende jetzt nicht mehr das Übliche sagen können. Sowas entscheidet nur eine Landespartei. Aber letzten Endes, ja, also man wird ja bei Reaktionen dann auch ziehen müssen. Also wenn die Bundespartei, vor allen Dingen bei der FDP, das muss man dann nochmal differenzieren, aber auch bei der CDU, nicht Signale und Handlungen und Reaktionen in den nächsten Stunden und Tagen und Wochen deutlich machen, dann wird dieser Prozess mehr und mehr zu diesem grundsätzlichen Problem, das wir diskutiert haben. Man kann nicht einerseits permanent sagen, die AfD ist eine antidemokratische Partei, was ja die Parteivorsitzenden aller anderen Parteien inklusive FDP und CDU sagen, und andererseits dann sagen, das war ein Betriebsunfall. War keiner, war Absicht. Spätestens im Moment, als die Frage im Raum stand, nehmen Sie die Wahl an, hätte
der Kandidat Nein sagen müssen. Er hat es nicht, damit wird die Verantwortung politisch. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass es ja noch möglicherweise ein Schattenkabinett gibt. Wir wissen das noch nicht. Möglicherweise wird dann irgendwann eine neue Ministerriege dann vorgestellt werden in Erfurt. Aber die haben ja eben auch keine Mehrheit. Das heißt, spätestens wenn der nächste Haushalt beschlossen werden muss, könnte dieser ganze Laden dann auch hochgehen. Glauben Sie, dass dann Neuwahlen eine saubere Lösung wären? Ehrlich gesagt finde ich, dass das, was wir momentan zu diskutieren haben, von so einer politischen Dimension ist, dass diese nächsten Punkte, die völlig zu Recht ansprechen, sekundär und tertiär sind. Sagt Michel Friedmann. Vielen Dank für die Einordnung. Danke. Ich danke Ihnen. Ja, was heute im Landtag passiert sei, sei kein Zufall gewesen. Das sei von langer Hand geplant gewesen mit einem Trick und Zockerei, so die linke Landes- und Fraktionsvorsitzende Hennig Welso. Sie hat Kemmerich unmittelbar nach seiner Vereidigung einen Blumenstrauß vor die Füße geworfen. Damen und Herren. Und wir schauen zu unserem Reporter, wir schauen zu Achim Unser in den Plenarsaal des Thüringer Landtags. Du hast die Wahl für uns verfolgt. An der AfD führt kein Weg vorbei, sagt Alice Weidel. Ist das tatsächlich so? Naja, das sagt Alice Weidel, aber Michel Friedmann hat ja auch schon gesagt, natürlich führen Wege an der AfD vorbei und hat ja nochmal den Weg aufgezeichnet, dass Thomas Kemmerich eben heute auch die Wahl hätte nicht annehmen können. Und Michel Friedmann hat ja auch gerade in diesem Telefonat, in diesem Interview mit euch gesagt, dass er glaubt, dass ihm das Christian Lindner, der FDP-Chef, nicht so einfach durchgehen lässt. Jetzt muss ich aber sagen, Wolfgang Kubicki, auch keine unwichtige Person in der FDP und auch Bundestagsvizepräsident, hat Thomas Kemmerich schon mal gratuliert dazu, dass er eben hier Ministerpräsident geworden ist. Also da kann man schon mal daraus ablesen, dass man da in gewisser Weise auch Freude drüber verspürt. Und insofern muss man sich das einfach auch mal ansehen. Thomas Kemmerich hat tatsächlich letzten Herbst bei dieser Wahl die 5%-Hürde hier in Thüringen gerade mal mit 73 Stimmen übersprungen. Also er hat das minimalste Wahlergebnis eigentlich abgeliefert, das man abliefern muss, um überhaupt hier in den Landtag reinzukommen. Und heute ist er zum Ministerpräsidenten gewählt worden tatsächlich. Und das zeigt doch schon mal das Ganze in gewisser Weise auch absurde dieser Situation. Also und dann noch mal dem entgegengehalten, dass Bodo Ramelow tatsächlich bei den Thüringern hoch beliebt ist als Ministerpräsident. Und dann all das vor Augen gehalten und dann eben noch den Fakt, dass das Thomas Kemmerich nur mit den Stimmen der AfD geschafft hat. Das zeigt eben, dass die Bundesparteien hier tatsächlich doch jetzt ein Problem haben, die FDP und die CDU. Achim, für den Augenblick bis hierhin erstmal vielen Dank. Und wir wollen noch mal schnell reinhören, was der AfD-Fraktionsvorsitzende in Thüringen, Björn Höcke, über das Wahlergebnis und sein Wahlziel gesagt hat. Wir hatten ein vorrangiges Wahlziel. Wir wollten Rot-Rot-Grün beenden. Wir wollten Bodo Ramelow in den unverdienten politischen Ruhestand schicken. Unter Bodo Ramelow ist Thüringen in einen Linksstaat deformiert worden. Dieser Prozess ist heute gestoppt worden. Das ist gut für Thüringen und deswegen bin ich froh, dass die Wahl heute so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ich denke, das ist ein Ergebnis, das nicht nur in Thüringen zur Kenntnis genommen wird, sondern bundesweit als Signal gewertet werden muss und hoffentlich eine neue Belebung auch für die deutsche Politik bedeutet. Vielen Dank. Soweit Björn Höcke. Wir sammeln weitere Reaktionen und sind dann gleich wieder für Sie da. Wir bei Bayer fragen uns seit über 150 Jahren, wie können wir Themen, die Menschen morgen beschäftigen, schon heute voranbringen? Können wir die Digitalisierung nutzen, um die Natur zu schonen und die Medizin, um ganze Gesellschaften zu verändern? Jeder kann etwas voranbringen. Die Nachrichten bei Welt, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen hier bei uns. Thomas Kemmerich ist überraschend zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden. Der FDP-Politiker setzte sich bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow von den Linken durch. Kemmerich ist in der geheimen Abstimmung wohl mit den Stimmen der FDP, CDU und AfD gewählt worden. Vereidigung des Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Thomas Kemmerich,
Ich verlese nun die in Artikel 71 der Verfassung des Freistaats Thüringen vorgeschriebene Eidesformel und bitte Sie, diese Eidesformel nachzusprechen. Sie können den Eid anschließend mit den Worten »So wahr mir Gott helfe« bekräftigen. Die Eidesformel lautet: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Verfassung und Gesetze wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Achim, lass uns über diesen Wahlausgang im Thüringer Landtag noch mal sprechen. Der dritte Wahlgang, ein echter Paukenschlag, ein Tabubruch, sagen viele. Haben denn die Abgeordneten von Rot-Rot-Grün mittlerweile ihre Fassung wiedergefunden? Ja, noch haben sich zurückgezogen. Einerseits, einige haben sich ja schon, sag ich mal, ihrer Wut Luft gemacht und sich entsprechend geäußert. Und das waren dann auch eben deftige Äußerungen, wo sie eben gesagt haben, das Ganze sei eine abgekaterte Sache und die CDU und auch die FDP hätten sich eben sehr wohl die Hände beschmutzt, indem sie sozusagen akzeptiert haben, dass mit Stimmen der AfD hier Thomas Kemmerich gewählt wurde. Und da ist man natürlich sehr wütend darüber, auch sehr enttäuscht. Bodo Ramelows Miene war ja wie versteinert, als er eben das Ergebnis gehört hat. Er selbst hat nicht damit gerechnet. Und Mike Moring, der CDU-Fraktionschef und Landeschef der CDU hier in Thüringen, der hat ja auch gesagt, naja, wenn man mit einer Minderheitsregierung reingeht in so eine Wahl, dann muss man eben auch damit rechnen, dass man tatsächlich auch verliert. Bodo Ramelow hat nicht damit gerechnet. Er war auch nach dem zweiten Wahlgang wirkte noch sehr sicher und noch sehr ruhig. Und man muss sagen, da hat er sich tatsächlich verzockt, Bodo Ramelow, und hat nicht damit gerechnet, dass eben FDP und eben auch CDU so weit gehen und zusammen mit den Stimmen der AfD, auch wenn sie das weit von sich weisen, dass sie da irgendwie mit der AfD darüber gesprochen haben, aber dennoch am Ende mit den Stimmen der AfD hier dieses Ergebnis herbeigeführt haben. Achim, du hast gerade die Reaktion des überraschend abgewählten Ministerpräsidenten Bodo Ramelow schon angesprochen. Er hätte eine versteinerte Miene gehabt. Wie hat er denn insgesamt gewirkt? Hat er sich schon geäußert dazu? Und wo ist er gerade? Was macht er jetzt nach dieser Überraschung? Also er hat sich noch nicht dazu geäußert, sondern nur andere aus seiner Partei haben sich dazu geäußert. Und ich kann dir auch nicht sagen, wo er sich gerade befindet, weil ich die ganze Zeit hier natürlich mit euch spreche und deswegen auch hier nicht durch den Landtag gehen kann. Und auch Thomas Kemmerich hat sich bislang noch rar gemacht. Also er wird hier um 15.30 Uhr, knapp einer halben Stunde, dann eben auch hier, wenn die Sitzung wieder eröffnet ist, eine Rede halten, seine gewisserweise eine kleine Antrittsrede. Und da wird man von ihm mehr erfahren. Und ob Ramelow sich heute tatsächlich noch äußert, wage zu bezweifeln. Er wird jetzt vermutlich erst einmal natürlich überlegen, wie es jetzt mit ihm weitergeht, wie diese ganze Situation weitergeht. Aber es gibt auch schon Einzelne aus den Reihen von R2G, also Rot-Rot-Grün, die gesagt haben, wir geben jetzt diesen Kampf nicht auf. Also wir werden da schauen, dass es möglicherweise mit dieser Regierung Kemmerich vielleicht gar nicht so lange hergeht, dass man schnell wieder irgendwie dann auch zu Neuwahlen kommt. Wie groß ist eigentlich der Schaden für die Demokratie, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine 5%-Partei, die wirklich gerade so in den Landtag gekommen ist, jetzt den Ministerpräsidenten stellt? Da wird der Wählerwille doch komplett auf den Kopf gestellt. Einerseits muss man natürlich sagen, die Wähler müssen sich darauf einstellen, dass anhand dieser Wahlergebnisse, die wir bei den Landtagswahlen im letzten Jahr gesehen haben, dass das nicht immer so sein wird, dass da sozusagen immer eine starke Partei dann tatsächlich auch in eine Regierung kommt, weil das eben oft auf der einen Seite die AfD ist und sich dann Regierungsbündnisse gegen die AfD bilden, die dann nicht nur aus zwei, sondern aus drei, vielleicht sogar aus vier Parteien bestehen, also viele kleine
mit einer großen Partei zusammen bilden dann die Mehrheit gegen die AfD. Insofern kann es sein, dass dann tatsächlich wir uns daran gewöhnen müssen, dass auch aus einer kleineren Partei jemand Ministerpräsident ist, allerdings aus einer so kleinen Partei. Nämlich Thomas Kemmerich hat ja gerade mal mit nur 73 Stimmen plus die 5%-Hürde bei dieser Wahl übersprungen. Also das war wirklich die minimalste Voraussetzung, überhaupt hier in den Landtag zu kommen. Und dann eben auch noch das andere Tabu, das heute gebrochen wurde, ist, dass ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD installiert wurde. Das ist auch ein Novum und da reden eben viele davon im bürgerlichen Lager, auch bei den Grünen, bei den Linken, überall, dass das eben sozusagen, dass da eine Brandmauer heute eingerissen wurde und dass man da aufpassen muss, dass das sich nicht verfestigt. Alice Weigel hat ja schon gesagt, von der AfD, die Fraktionschefin im Bundestag, an der AfD kommt seit heute niemand mehr vorbei. Genau das wollte man verhindern. Vielen Dank, Achim, für deine Einschätzungen und Einordnungen für den Moment. Und wir hören uns direkt mal eine Reaktion an, und zwar von Susanne Hennig-Welso. Sie ist Landeschefin von der Linkspartei in Thüringen. Das, was da heute passiert ist, ist eindeutig der Pakt mit dem Faschismus. FDP und CDU sind den sehenden Auges eingegangen. Ich würde sogar sagen, bewusst. Wenn wir jetzt auch gerade erfahren, dass in 2 Stunden das Kabinett Kemmerich steht, dann wissen wir, dass es von langer Hand geplant ist und kein Zufall ist, was heute passiert ist. Ich kann mir nur wünschen, dass die Bundesparteien FDP, CDU diesen Sündenfall nicht als Normalität anerkennen, sondern verstehen, dass gerade die AfD in Thüringen eine tatsächlich rechtsextreme Partei ist mit Höcke. Und sie haben sich bereitwillig von denen wählen lassen. Es war völlig klar mit der Ansage von Kemmerich, er tritt nur an, wenn die AfD antritt, dass das passieren wird. Wir haben jetzt eine Situation, die nicht vom Wähler gewünscht ist, einen 5% Menschen jetzt zum Ministerpräsidenten gewählt zu haben, der sich von einer extremen Rechten tragen lässt. Wir als Partei Die Linke werden nicht aufgeben, weil wir das Land nicht den Rechten überlassen werden und auch nicht dieser Regierung überlassen werden. Wie das im Einzelnen genau aussehen wird, das werden wir in den nächsten Tagen entscheiden. Ich für meinen Teil schäme mich für Kemmerich, für Moring, dass sie das zugelassen haben für jeden Einzelnen, der diese Regierung ins Amt gehievt hat. Denn das, was passiert ist, ist, dass der demokratische Konsens ganz eindeutig verlassen worden ist und das nur aufgrund von Machtgeilheit und nichts anderem. Wie geht es Herrn Ramelow? Sie können sich vorstellen, wie es Herrn Ramelow geht. Bruno Ramelow war der beliebte Ministerpräsident, der mit Leib und Seele, mit ganzem Herzen für die Thüringerinnen Politik gemacht hat. Mit einer Stimme nicht zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden und dieses Land noch dazu der extremen Rechten zu überlassen, dann können Sie sich vorstellen, dass es ihm nicht unbedingt gut geht. Deutliche Worte also von Seiten der Linkspartei. Und inzwischen hat sich auch der thüringische CDU-Chef Mike Moring zum Wahlausgang geäußert. Und er hat dann noch mal den Verdacht, den wir gerade eben gehört haben, dass es im Vorfeld Absprachen gab, weit von sich gewiesen. Wir haben einkalkuliert, dass wir Thomas Kemmerich wählen. Wir sind nicht verantwortlich für das Stimmverhalten anderer Fraktionen. Wir sind auch nicht verantwortlich, wie andere Fraktionen ihre Kandidaten aufgestellt haben. Sie haben heute gesehen, die CDU-Fraktion war die einzige Fraktion, die keinen eigenen Bewerber ins Rennen geschickt hat. Weil wir das auch vor der Wahl angekündigt haben, auch heute im Wahlgang konsequent umgesetzt haben. Aber natürlich haben wir auch eine Verantwortung für die Mitte in diesem Land. Und wenn 2 Kandidaten zur Auswahl stehen von der AfD und von der Linkspartei und es gibt ein Angebot aus der Mitte, dann ist es doch wohl folgerichtig, dass die CDU, die sich als Partei der Mitte sieht, auch diesen Mitte-Kandidaten unterstützt. Und auch aus der AfD gibt es bereits eine Reaktion, und zwar vom Fraktionsvorsitzenden in Thüringen, von Björn Höcke. Wir hatten ein vorrangiges Wahlziel. Wir wollten Rot-Rot-Grün beenden. Wir wollten Bodo Ramelow in den unverdienten politischen Ruhestand schicken. Unter Bodo Ramelow ist Thüringen in einen Linksstaat deformiert worden. Dieser Prozess ist heute gestoppt worden. Das ist gut für Thüringen und deswegen bin ich froh, dass die Wahl heute so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ich denke, das ist ein Ergebnis, das nicht nur hier in Thüringen zur Kenntnis genommen wird, sondern bundesweit als Signal gewertet werden muss und hoffentlich eine neue Belebung auch für die deutsche Politik bedeutet. Vielen Dank. Auch dieses Zitat werden wir noch weiter einordnen. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie dran, bis gleich. Und weiter geht's mit den Nachrichten bei Welt. Im Landtag von Thüringen hat es heute Mittag einen Tabubruch gegeben. Thomas Kemmerich von der FDP ist dort zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Mit den Stimmen von CDU und AfD. Das gab es bisher noch in keinem Bundesland.
Und Kemmerich löst damit Bodo Ramelow von der Linkspartei ab, der mit nur einer Stimme im dritten Wahlgang unterlag. Nach Verkündung des Wahlergebnisses herrschte erst Stille und dann Fassungslosigkeit. Es ist ein politischer Schock für den Amtsinhaber. Nicht der linke Bodo Ramelow ist zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden, sondern er, Thomas Kemmerich, Thüringer FDP-Fraktionschef. Es war ein Wahlkrimi. Ramelow trat ohne eigene rot-rot-grüne Mehrheit an, scheiterte in den ersten beiden Wahlgängen. Den dritten Wahlgang dann gewinnt überraschend FDP-Mann Kemmerich mit relativer Mehrheit. 45 zu 44 Stimmen, eine Stimme mehr als Amtsinhaber Ramelow. Unterstützt wird Kemmerich dabei von der CDU. Es ist ganz entscheidend, dass Thomas Kemmerich klar macht, dass es keine Koalition mit der AfD gibt. Und dass er ganz deutlich macht, dass es eine klare Abgrenzung auch nach rechts gibt. Doch auch die AfD stimmte für Kemmerich, sehr zum Ärger der bisherigen Regierungspartei SPD. Es ist ein politischer Dammbruch. Eins steht fest, die SPD steht nicht bereit, Minister in dieser Regierung zu entsenden, beziehungsweise mit einem Ministerpräsidenten im Landtag zu kooperieren, der von AfD-Gnaden auf diesen Sessel gekommen ist. Die Rechtspopulisten dagegen jubeln. Wir wollten Rot-Rot-Grün beenden, wir wollten Bodo Ramelow in den unverdienten politischen Ruhestand schicken. Und ich denke, das ist ein Ergebnis, das nicht nur hier in Thüringen zur Kenntnis genommen wird, sondern bundesweit als Signal gewertet werden muss und hoffentlich eine neue Belebung auch für die deutsche Politik bedeutet. In Thüringen stellt nun die kleinste Fraktion im Landtag mit gerade mal 5 Abgeordneten den Ministerpräsidenten. Es sind unruhige politische Zeiten in Erfurt. Auf den künftigen Regierungschef wartet viel. Und ich habe vorhin über die Wahlsensation mit dem Publizisten Michel Friedmann gesprochen und ihn zu Beginn gefragt, ob das Unsägliche nun eingetroffen ist. Er hätte auch die Wahl ablehnen können, nachdem er gemerkt hat, dass er nur dank der AfD-Fraktion Ministerpräsident hat werden können. Wenn er sie nichtsdestotrotz angenommen hat, dann hat er bewusst wissentlich sich zum Ministerpräsidenten wählen lassen vom radikalsten Landesverband der AfD, wo Hass, wo Gewalt, wo geistige Brandstiftung, wo aber auch ein Landesvorsitzender, der den Holocaust in einer anderen Erinnerungskultur sehen will, das Sagen hat. Hier kann keiner mehr seine Hände in Unschuld waschen. Dieser Ministerpräsident hat sich von AfD-Stimmen in sein Amt bringen lassen. Er wollte es so und es spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob er jetzt erklärt, aber ich koaliere doch nicht mit der AfD und ich habe mit der AfD nichts zu tun. Dieser Ministerpräsident ist ein Ministerpräsident, auf dem braune Flecken die entscheidenden Mehrheitsstimmen gebracht haben. Mike Moring, der CDU-Chef in Thüringen, hat ja seine Hände danach in Unschuld gewaschen und hat gesagt, naja, wir haben einen Kandidaten der Mitte gewählt und dass der dann auch noch von der AfD mitgewählt wurde, dafür können wir ja nichts. Glauben Sie ihm das und halten Sie diese Erklärung für opportun? Es gibt eine Form von Naivität, von politischer Unschuld, die man einfach nach so einem Ergebnis nicht mehr formulieren darf. Noch einmal, selbst wenn Herr Möhring und die CDU-Fraktion der Meinung waren, sie wollen diesen FDP-Kandidaten, warum auch nicht, ihre Unterstützung geben, haben sie alle geahnt, dass wenn die AfD mathematisch die Stimmen für diesen Kandidaten auch gibt, sie vor der Realität dann konfrontiert werden, die wir ja jetzt besprechen, nämlich dass eine Stimme mehr und damit der Ministerpräsident von Gnaden dieser Partei gewählt werden wird. Nichtsdestotrotz, die Hauptverantwortung trägt dieser FDP-Kandidat, der dann spätestens dann alle politische Trickserei hätte hinten anlassen können und sagen, ich bin kein Ministerpräsident, wenn ich nur ein Ministerpräsident geworden bin, weil die AfD mich gewählt hat. Und ich bin auch sehr neugierig darauf, wie der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, sich in dieser Frage positioniert. Denn natürlich ist dies jetzt auch ein Problem auf Bundesebene. Es gab eine Möglichkeit. Es gab natürlich auch die Frage, wollen wir den Herrn Ramelow alleine in die Wahl gehen lassen? Stellen wir Gegenkandidaten? Wie wird es zu Ende gehen? Das Ergebnis war eine parlamentarische Mehrheit für jemanden, der
Sie haben die Frage ja von der Parlamentspräsidentin gehört, die Wahl hätte annehmen müssen können, aber auch ablehnen können. Spätestens durch die Annahme ist eine politische Erklärung abgegeben worden, die die ganze FDP an sich betrifft. Sie haben gerade gesagt, Sie sind gespannt darauf, wie Herr Lindner heute reagiert. Welche Möglichkeiten hat er denn? Das kann ich nicht beurteilen, sondern wir werden die Bewertung diesbezüglich analysieren, wenn sie stattgefunden hat. Mir geht es nur um die Frage, bevor Legenden aufgebaut werden. Der Kandidat hätte ablehnen können. Und wenn er abgelehnt hätte, wäre er nicht mit AfD-Stimmen Ministerpräsident geworden. Diese Freiheit stand noch im Raum. Und damit stand die Freiheit im Raum der AfD, auch keinen bundespolitischen Einfluss zu geben und nicht deutlich zu machen, dass machtstrategische Spiele mit der AfD billigend in Kauf genommen werden. Das ist ja hier auch nicht irgendein kleiner Ort. Es ist ein Landesparlament und Landesparlamente und Ministerpräsidenten wirken in die Bundespolitik hinein. Hier ist ein weiterer Schritt der Enthemmung in Richtung, es ist doch alles nicht so schlimm gegangen. Und das gerade in Thüringen ist unerträglich und politisch das völlig falsche Signal zur falschen Zeit. Wie groß schätzen Sie den Schaden für die Bundespolitik ein? Denn ich gehe mal davon aus, die Schlagzeilen morgen im Ausland werden das sicherlich auch aufgreifen. Ehrlich gesagt interessiert mich das Inland momentan mehr als das Ausland. Denn hier in der Bundesrepublik müssen wir jetzt erneut erst recht mit Blick auf die Wahlen im Bundestag, aber auch noch einige Wahlen, die in den nächsten Monaten stattfinden, uns die Frage stellen, was ist das Versprechen eigentlich noch wert von Parteien, die sagen, es gibt keine Berührung mit der AfD. Hier ist eine so unmittelbare Berührung stattgefunden, dass ein machtpolitischer Wechsel möglich wurde, weil die AfD einen Kandidaten der FDP in dem Fall gewählt hat. Und nun kann man sagen, wir wollen das nicht und wir sind nicht verantwortlich dafür, ob die AfD mich wählt oder nicht. Aber nachdem ich von der AfD gewählt werde, muss ich Nein sagen, sonst bin ich nicht glaubwürdig. Und in dieser Glaubwürdigkeitsfrage stellt sich natürlich auch eine machtpolitische Frage für die zukünftigen Positionierungen der Parteien. Hier jedenfalls hat die FDP den Dammbruch vorgenommen. Die CDU kann sich die Hände nicht in Unschuld waschen. Und ich glaube, dass die Diskussion, die jetzt stattfindet, eine neue Dimension anbieten wird. Und ich muss es noch mal betonen, die AfD ist so ehrlich und nackt in ihrer Menschenverachtung, ohne dass da irgendeine Maske vorhanden ist, erst recht in Thüringen, dass stellt sich die Frage, was muss eigentlich noch passieren, dass ein Kandidat als Ministerpräsident sagt, von euch werde ich nicht als Ministerpräsident mich wählen lassen. Ich verzichte lieber, als dass ich dieses politische Signal in die Republik sende. Hier ist nicht nur ein Fehler passiert, hier ist das geistig-politische Klima in Deutschland noch einmal verschoben worden. Wäre dieser Fehler, den Sie gerade ansprechen, für Sie noch gravierender, wenn irgendwann rauskommen sollte, dass FDP, AfD und CDU sich im Vorfeld abgesprochen haben über dieses Wahlergebnis? Wir wissen nichts davon. Es reicht, was passiert ist. Ich glaube, dass auch wenn nichts abgesprochen ist, das sind ja alles Profis. Und es gab natürlich Taktieren, es gab mathematische Berechnungen. Und niemand konnte ausschließen, niemand von der CDU und niemand von der FDP, dass die AfD dieses Momentum nicht nutzt. Niemand konnte ausschließen, dass ein solches Ergebnis nicht stattfindet. Wenn man darauf vorbereitet gewesen wäre, hätten sich beide Parteien, CDU und FDP, darauf einigen müssen, dass der Kandidat dann Nein sagt. Ist das aber nicht erfolgt und hat der Kandidat trotzdem Ja gesagt, dann ist hier etwas passiert, wo die Verantwortung für die Gesamtdiskussion, wie geht man mit Antidemokraten, mit Rassisten, mit Menschenhassern im Politischen um, und zwar im Machtpolitischen, eine Verschiebung in die völlig falsche und sehr gefährliche Richtung genommen hat.
Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alice Weidel, hat nach diesem Wahlergebnis gesagt, hat erstmal dem Ministerpräsidenten gratuliert und hat dann gesagt, an der AfD führt künftig kein Weg mehr vorbei. Hat sie da jetzt recht? Nein. Es gibt in dieser Republik übrigens auch in dem Thüringer Parlament eine breite, deutliche Mehrheit von über 70-80% in den Parlamenten von Parteien, die zwar unterschiedliche politische Konzepte haben, aber alle auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, die ohne Zweifel in ihrem demokratischen Ansatz diese Republik tragen. Es ist also gleichzeitig auch ein Zeichen, dass diese große Mehrheiten in Thüringen nicht zu Kompromissen gekommen sind, dass sie es ermöglicht haben, dass die AfD überhaupt in die Lage gerät, Königsmacher zu werden. Aber noch einmal, der König hätte Nein sagen können. Diesmal hat der Ministerpräsident Ja gesagt und er trägt die volle Verantwortung dafür. Auf der Bundestagsebene für die nächsten Wahlen, glaube ich, werden wir diese Konstellation nicht wiederfinden. Frau Weigel mag sich das einreden, aber es stimmt, dass aufgrund einer weiteren qualitativen Verschiebung, nämlich dass man mit Antidemokraten und Menschenhasser sich nicht ins Amt wählen lässt, dass die Verschiebung, dass das zum ersten Mal in einem Landtag auf der Ebene eines Ministerpräsidenten erfolgt ist, tiefgreifende Konsequenzen und Veränderungen sowohl in der qualitativen Debatte im politischen haben wird, als auch in der gesellschaftspolitischen Debatte in unserem Land. Und deswegen nochmal auf Ihre Frage, was das Ausland sagt, ist das eine. Das ist eine weitere Weichenstellung in eine, wie ich denke, hochgefährliche Veralltäglichung dieser AfD. Das ist eine Partei, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, weil sie in großen Teilen ihrer Führung immer wieder formuliert, die Würde des Menschen, einiger Menschen, ist antastbar. Und weil sie hetzt und weil für sie das Prinzip des Hasses und der Ausgrenzung eines der wesentlichen Identitätsmerkmale ist. Wer mit einer solchen Partei und deren Stimmen zum Ministerpräsident wird, hat damit einen Tabubruch gebrochen, der natürlich in die Zukunft ganz andere neue Akzente setzen wird. Aber was die Bundestagswahl für 2021 angeht, glaube ich, hat Frau Weidel sich geirrt. Wie es aber weitergeht, ist auch nach diesem nächsten muss man sagen, Erdbeben nicht mehr zu prognostizieren. Wir haben alle nicht gedacht, dass jemals eine solche Partei in den Bundestag gewählt wird. Wir haben auch nicht gedacht, dass diese Partei in Landtagen wiedergewählt wird und übrigens teilweise mit doppelt so vielen Stimmen. Wir hätten nie gedacht, dass ein Demokrat ein demokratisches Amt, zwar demokratisch gewählt, mit Stimmen einer antidemokratischen Partei annimmt. Die nächsten Schritte sind dadurch möglicher als je zuvor. Kann ich aus Ihren Worten auch ableiten, dass Sie davon ausgehen, dass die Parteichefs auf Bundesebene, Herr Lindner und Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, ihren Laden halt nicht richtig im Griff haben oder vielleicht vorher etwas rhetorisch hätten deutlicher werden müssen? Ich glaube jedenfalls, dass die beiden Bundesparteivorsitzende jetzt nicht mehr das Übliche sagen können. Sowas entscheidet nur eine Landespartei. Aber letzten Endes, ja, also man wird ja bei Reaktionen dann auch ziehen müssen. Also wenn die Bundespartei, vor allen Dingen bei der FDP, das muss man dann nochmal differenzieren, aber auch bei der CDU, nicht Signale und Handlungen und Reaktionen in den nächsten Stunden und Tagen und Wochen deutlich machen, dann wird dieser Prozess mehr und mehr zu diesem grundsätzlichen Problem, das wir diskutiert haben. Man kann nicht einerseits permanent sagen, die AfD ist eine antidemokratische Partei, was ja die Parteivorsitzenden aller anderen Parteien inklusive FDP und CDU sagen, und andererseits dann sagen, das war ein Betriebsunfall. War keiner, war Absicht. Spätestens im Moment, als die Frage im Raum stand, nehmen Sie die Wahl an, hätte
der Kandidat Nein sagen müssen. Er hat es nicht. Damit wird die Verantwortung politisch. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass es ja noch möglicherweise ein Schattenkabinett gibt. Wir wissen das noch nicht. Möglicherweise wird dann irgendwann eine neue Ministerriege dann vorgestellt werden in Erfurt. Aber die haben ja eben auch keine Mehrheit. Das heißt, spätestens wenn der nächste Haushalt beschlossen werden muss, könnte dieser ganze Laden dann auch hochgehen. Glauben Sie, dass dann Neuwahlen eine saubere Lösung wären? Ehrlich gesagt finde ich, dass das, was wir momentan zu diskutieren haben, von so einer politischen Dimension ist, dass diese nächsten Punkte, die völlig zu Recht ansprechen, sekundär und tertiär sind. Sagt Michel Friedmann. Vielen Dank für die Einordnung. Danke. Ich danke Ihnen. Bei uns im Studio ist jetzt der Politikwissenschaftler Hajo Funke. Einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen bei uns, dass Sie das, was Sie da in Thüringen passiert, mit uns einordnen und vor allem das auch noch einordnen, was da noch passieren wird. Da kommt ja noch einiges auf uns zu heute. Und was auf uns zukommt, ist jetzt im Landtag in Erfurt, nämlich die Antrittsrede des neuen Ministerpräsidenten. Und da wollen wir jetzt reinhören, was der 5% Ministerpräsident Thomas Kemmerich jetzt zu sagen hat, ob er möglicherweise schon ein Regierungsprogramm hat, ob er eine Ministerriege vorstellen wird. All das werden wir jetzt wohl gleich erfahren. Dann wollen wir noch mal nachfragen bei Herrn Funke. Das, was da passiert ist in Thüringen, ist das ein Tabubruch, der insgesamt zu einem neuen Umgang mit der AfD führt, auf Länderebene wie auch im Bund? Oder ist es in Anführungsstrichen nur ein Machtspielchen, um einen linken Ministerpräsidenten zu verhindern beziehungsweise einen eigenen Kandidaten ins Amt zu bringen? Es ist ein Tabubruch. Die FDP-Bund, der CDU-Bund haben gesagt, mit dieser antidemokratischen Partei gibt es keine Zusammenarbeit. Dies ist heute geschehen, spätestens mit der Annahme des Ministerpräsidentenamts durch Herrn Kemmerich. Aber jetzt sagt Burkhard Dregger, der CDU-Fraktionschef hier in Berlin, das war eine demokratische Entscheidung, die nicht zu kritisieren ist. Und er versteht die ganze Aufregung nicht. Ich meine, es war eine demokratische Entscheidung des Bundesvolkes, dass mit 12,6% die AfD in den Bundestag gekommen ist. Dahinter kann er sich nicht verstecken. Natürlich ist es eine demokratische Entscheidung, sie ist rechtlich zu akzeptieren. Aber etwas anderes ist, ob damit der Kern der CDU als christlicher, liberaler und konservativer Partei noch gewahrt ist. Und das hat Ziemiak, der Generalsekretär, auch der Generalsekretär von Herrn Dregger, jüngst noch ganz entschieden bekundet. Also da kommt etwas auf die CDU und vor allem auf die FDP. Der Ministerpräsident, der im Moment gewählt worden ist, ist von der FDP auf Bundesebene auf sie zu. Was glauben Sie, wie wird Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP, auf diesen Vorgang reagieren? Er soll sich ja heute auch noch äußern. Das wissen wir nicht. Aber wenn er konsistent ist mit seiner demokratisch-liberalen Orientierung, kann er das nicht akzeptieren. Denn es ist absolut klar, dass nur die 5%-Partei Kemmerichs in Thüringen mit Hilfe der AfD, und zwar dem radikalsten, antidemokratischsten und rechtsextremsten Flügel gewählt worden ist. Und wenn man dann einen politischen Prozess daran anfügt, bedeutet es natürlich eine Kooperation, ausdrückliche Kooperation zwischen CDU, FDP und der AfD in Thüringen. Aber ist der Landesverband nicht souverän oder autark? Kann er das nicht allein entscheiden, ohne Einbeziehung des Bundesvorstandes? Ich bitte Sie, es geht um die Werte, es geht um das Selbstverständnis der SPD, der CDU und vor allem der FDP und der anderen demokratischen Parteien. Natürlich sind sie selbstständig, aber im Maße ihrer Parteiselbstverständnisse, die auf Parteitagen bestimmt worden sind. Und das passt nicht zusammen. Was lernen wir denn nach diesen Ereignissen der vergangenen Stunden über die Moral in der Politik? Gibt es die überhaupt noch? Ich glaube nicht, dass das hingenommen wird und hingenommen werden kann. Nicht von einem großen Teil der Öffentlichkeit und vor allem nicht von einer CDU, wenn sie an ihrem Selbstverständnis festhalten. Wenn nicht, und dann haben wir Weimarer Verhältnisse. Spricht der neue Ministerpräsident. Wir hören rein, was Thomas Kemmerich zu sagen hat. Es geht um Thüringen. Die Arbeit beginnt jetzt. Ich bitte doch, davon abzusehen, meine Rede zu unterbrechen. Ich zeige den Höchst.
Ich zeige den größten Respekt vor der neuen Aufgabe und danke Ihnen ausdrücklich allen, welche diese in der Vergangenheit ausgeführt haben. Herr Ministerpräsident Ramelow, ich glaube, er ist nicht mehr im Hause. Ich danke Ihnen persönlich. Er muss bis 18 Uhr sein Zimmer räumen, weil Sie es angewiesen haben. Das glaubt doch wohl nicht. Ein Heuchler in Reinkultur. Ich weiß ja nicht, wo das herkommt. Herr Ministerpräsident, Entschuldigung für das Wort Heuchler und Scharlatan, muss ich hier einen Ordnungsruf erteilen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Abgeordnete Astrid Rothe-Beinlich? Nein. Herr Ministerpräsident Ramelow, ich danke Ihnen persönlich ganz besonders für Ihren Einsatz für den Freistaat. Heute Morgen haben Sie uns in unserer Fraktionssitzung besucht. Es war ein freundliches und konstruktives Gespräch. Sie haben Ihre Hand ausgestreckt für eine konstruktive Zusammenarbeit als Parlamentarier. Und nun lassen Sie uns auch sachorientiert für die Zukunft Thüringen streiten. Als wir Freie Demokraten im vergangenen Oktober zur Landtagswahl angetreten sind, hatten wir das Ziel, das Land Thüringen positiv zu verändern und dem Parlament wieder eine liberale Stimme zu vergeben. Bereits kurz nach der Wahl wurde deutlich, dass die Regierungsbildung im Freistaat nicht einfach werden würde und dass man sich auf eine Minderheitsregierung einstellen muss. Durch das Wahlergebnis rückt das Parlament wieder stärker in das Zentrum der politischen Willensbildung. Und das bleibt es auch. Unser Angebot lautete von Anfang an, eine Regierung aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte des Parlaments heraus zu bilden. Und zu diesem Angebot stehen wir jetzt. Für uns gilt, was wir vor der Wahl gesagt haben, gilt auch nach der Wahl. Und das bedeutet auch, dass die Brandmauern gegenüber den Extremen stehen, bleiben, bestehen und auch Bestand haben. Wer Kemmerich gewählt hat, hat einen erbitterten Gegner von allem gewählt, das auch nur einen Hauch von Radikalismus, rechts wie links, von Faschismus aufweist. Wir werden ein kompetentes und vielfältiges und sachbezogenes Kabinett aufstellen. Wir sprechen eine Einladung an CDU, SPD und Grüne aus, gemeinsam staatspolitische Verantwortung für Thüringen wahrzunehmen. Herr Ministerpräsident, der Abgeordnete Adams hat eine Zwischenfrage. Gestatten Sie das? Nein. Nein. Können Sie Ihren Kollegen mal sagen. Gemeinsam müssen wir die besten Lösungen für Thüringen in den Mittelpunkt der Debatten stellen und zum Wohle des Landes umsetzen. Auch nach meiner heutigen Wahl bleibt es dabei, dass für jede Initiative im Parlament Mehrheiten gefunden werden müssen. Wir wollen dem Freistaat Thüringen und seinen Bürgerinnen und Bürgern die Freiheit geben, sich zu entfalten und ihre Potenziale zu nutzen. In der Bildung, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft als Ganzes. Für die FDP-Fraktion beantrage ich abschließend, die 7. Plenarsitzung zu vertagen. Soweit also die Antrittsrede des neuen Ministerpräsidenten von Thüringen, Thomas Kemmerich von der FDP, der sich hier nochmal gerechtfertigt hat, gesagt hat, es gehe um Thüringen. Es gab gleich zu Beginn, als er diesen Satz sagte, gab es dann gleich Tumulte. Er wurde Heuchler und Scharlatan genannt. Hajo Funke hat das Ganze mit uns hier auch im Studio weiter noch zugehört und beobachtet. Inwiefern ist der neue Ministerpräsident da in dem, was er gesagt hat, auch gerade in puncto Abgrenzung zur AfD, überhaupt glaubwürdig, wenn er von denen überhaupt erst auf den Schild gehoben wurde? Das ist keine Glaubwürdigkeit in nichts. Ich habe den Wahlkampf beobachtet und mein Eindruck ist schon, dass sowohl unter der CDU, unter der Führung von Moring, wie auch der FDP es um Macht geht und das um nun jeden Preis, auch dem der Zustimmung der AfD, der Mitwahl durch die AfD unter einem Führungsperson Höcke, der von einem Gericht als Faschist bezeichnet werden darf.
So, also jedenfalls eine rechtsextreme Ausrichtung dieser AfD, gerade in Thüringen und mit Perspektiven einer Gewalt und der systematischen Zurückdrängung der Migration als zentralem Ziel. Wie da eine Unterstützung sein kann, ist für eine liberale Partei mir nicht ersichtlich. Wenn er nun sagt, ich will aber nichts mehr mit der AfD zu tun haben, ist das inkonsistent und nicht glaubwürdig. Er hat in seiner Rede verbal die Hand ausgestreckt Richtung SPD, Richtung Grüne und CDU, um sachorientiert zusammenzuarbeiten. Was erwarten Sie da für eine Reaktion? Wird es da irgendwie Möglichkeiten für ihn geben, das überhaupt so zu tun? Ich glaube, das Schwergewicht, dass er nichts ist ohne die AfD, ist so massiv, dass es zu einer vernünftigen Kooperation unter diesen Bedingungen des heutigen Tages nicht kommen wird, sondern um mehr Streit und auch nicht eine Ministerpräsidentschaft über die Dauer einer Legislatur. Was wir gerade eben gesehen haben, das konnten Sie jetzt nicht sehen, weil Sie uns angeschaut haben, war der Moment, als Herr Kemmerich dann Björn Höcke, also dem AfD-Fraktionschef, die Hand gereicht hat. Hier sehen wir es nochmal. Und das eben vor dem Hintergrund, dass er ja gerade eben jetzt gesagt hat, er wird sich streng gegenüber den Rechtsaußenparteien da abgrenzen. Aber das sieht hier symbolisch eigentlich ganz anders aus. Ja. Es entspricht auch nur der Realität. Die Realität ist, er ist gewählt worden, mehr oder weniger wissentlich, wie genau wissen wir noch nicht, mithilfe und durch die AfD. Und die AfD hat eine Strategie entwickelt gehabt in den letzten Wochen, auch Höcke selbst, zu sagen, wir machen alles, damit wir im Spiel sind. Und das ist jetzt gelungen. Und die Frage ist, das lässt sich nicht an die Seite drängen und retuschieren, auch durch Äußerungen eines Landtagsabgeordneten aus Berlin, Herrn Dräger von der CDU nicht. Vielen Dank, Hajo Funke. In jedem Fall ein politisches Beben, das da stattgefunden hat und immer noch stattfindet im Thüringischen Landtag in Erfurt. Und wir fragen mal nach bei Mariebsche Biller, sie ist jetzt bei uns im Studio, mit Reaktionen, die es genau dazu im Netz gibt. Was hast du gefunden? Es sind unglaublich viele Reaktionen. Also man muss wirklich sagen, auch alle Parteien haben sich natürlich zu diesem Thema schon geäußert. Fangen wir vielleicht mal an mit Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD. Bei dem spürt man auch dieses politische Beben, von dem wir eben schon gesprochen haben. Er schreibt es folgendermaßen: Die Geschehnisse in Thüringen sind ein Tabubruch in der Geschichte der politischen Demokratie in der Bundesrepublik. Das hat Auswirkungen weit über Thüringen hinaus. Es stellen sich für uns sehr ernste Fragen an die Spitze der Bundes-CDU. Hier unten geht es sogar noch mal weiter. Auf die wir schnelle Antworten verlangen. Was in Erfurt passiert ist, war kein Zufall, sondern eine abgekartete Sache. Eine Zusammenarbeit mit der Höcke-AfD ist für die SPD absolut inakzeptabel. Das unterscheidet sie im Übrigen von Christian Lindner und der FDP. Also da auch noch mal eben der große Zeigefinger. Marie, wir müssen dich hier gerade unterbrechen, denn wir hören gerade, dass im Thüringer Landtag Herr Kemmerich, der neue Ministerpräsidenten, spricht. Und wir wollen da noch mal reinhören, was er jetzt sagt. Eigentlich war seine Rede ja schon beendet, aber offenbar setzt er sie jetzt fort. Offenbar stellt sich Herr Kemmerich hier jetzt noch mal den Fragen der Medienvertreter. Er ist also jetzt nicht mehr im Plenarsaal, sondern jetzt auf der Pressestelle praktisch, wo die Mikrofone aufgebaut sind und er jetzt Fragen von den wartenden Journalisten gestellt bekommt. Und da sind wir mal gespannt, welche Fragen das jetzt sind. Ganz anders als eben noch im Parlament hat er nämlich keine einzige Zwischenfrage gestattet. Es gab ja zahlreiche Unterbrechungen und Zwischenrufe. Aber er hat sein Statement da durchgezogen, ohne es zu unterbrechen. Und jetzt, wie du schon angesprochen hast, wird er sich noch einmal vor dem Plenarsaal äußern. Jetzt geht's wohl los. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thüringer Parlament hat mit einer knappen Mehrheit mir den Auftrag erteilt, zukünftig als Ministerpräsident Verantwortung für den Freistaat Thüringen zu tragen, ein Kabinett zu bilden, vorweggestimmt, die Arbeit beginnt jetzt. Ich möchte noch mal betonen, den Dank an den Ministerpräsidenten Ramelow, wie er sich für das Land eingesetzt hat und auf eine Begebenheit am heutigen Vormittag verweisen. Er war bei uns in der Fraktion und hat nochmals betont, dass wir als Demokraten alle gefragt sind, Spaltung in diesem Land zu überwinden.
und dafür Verantwortung zu übernehmen, dass wir Politik im Sinne der Bürger, im Sinne der Aufgaben des Freistaates in gemeinsamer staatlicher Verantwortung machen. Die ersten Eindrücke nach meiner Wahl, spontane Demonstrationen, Tiraden in den sozialen Medien, Drohanrufe machen mich bestürzt. Und ich hoffe, dass die überwiegende Zahl der Thüringer das genauso wie wir Freie Demokraten, wie ich persönlich ablehne. Unsere Aufgabe ist es nun, ein vielfältiges, sachorientiertes, kompetentes Kabinett zu bilden. Ich werde eine Einladung aussprechen an CDU, SPD und Grüne, sich der staatspolitischen Verantwortung zu stellen und gemeinsam Lösungen für Thüringen zu suchen. Schon nach der Wahl Ende Oktober letzten Jahres war klar, dass die Mehrheitsbildung in Thüringen nicht einfach werden wird. Es war auch relativ schnell klar, dass nur eine Regierung mit einer Minderheit versehen die Geschicke dieses Land leiten kann. Wir haben damals schon angeboten, eine Minderheitsregierung aus der Mitte des Parlaments, aus der Mitte der Gesellschaft zu bilden. Diesen Auftrag haben wir nunmehr, dem werden wir nachkommen. Und ich denke, die Stärkung des Parlaments, die immer wieder betont worden ist, ist unsere gemeinsame Verantwortung, aber auch die gemeinsame Möglichkeit, Positives in diesem Land zu verändern, Spaltung zu überwinden und die aufgepeitschte Stimmung, die auch heute ich, die heute wir wieder leben dürfen, wieder einzufangen und durch sachorientierte Lösungen für Thüringen, für bessere Bildung, für eine freie Wirtschaft, für eine prosperierende Wirtschaft, für eine gute Infrastruktur, für Sicherheit und Ordnung. All die Dinge sind unsere Aufgaben. Sie werden es sehen. Es wird keine FDP-Parteipolitik gemacht. Es wird Politik für die Menschen in Thüringen gemacht werden. Dankeschön. Wir werden, nochmals gesagt, Einladungen aussprechen an CDU, SPD und Grüne und im Ergebnis dieser Gespräche die Entscheidung dann treffen. Es war eine geheime Wahl unter drei Kandidaten. Dass die AfD so agiert hat, wie sie agiert hat, können Sie selber bewerten. Ich kann nur nochmals betonen, die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen. Mit einem Ministerpräsidenten Kemmerich wird es kein Angebot, keine Koalition, keine Ministerien und auch keine AfD-Politik geben. Was wir vor der Wahl gesagt haben, dass wir mit den Extremen aus beiden politischen Lagern nicht zusammenarbeiten, bleibt auch nach der Wahl bestehen, auch am heutigen Tage und auch die für die Zeit meiner Amtsperiode. Das war jetzt zu viel, Entschuldigung. Herr Kemmerich, Sie haben eben gesagt, wir sollen bewerten das Agieren der AfD, aber bewerten Sie es doch mal, bitte. Einiges habe ich dazu gesagt. Es ist eine geheime Wahl. Und offensichtlich versucht die AfD das, wo der ein oder andere jetzt es mir unterstellen muss. Wir haben keine Kooperation, keine Absprache, nichts mit der AfD. Wenn sie versucht, das Amt des Ministerpräsidenten und meine Wahl damit zu beschädigen, hat sie mit mir einen erbitterten Gegner gewählt für die Politik der AfD. Ich bin Anti-AfD, ich bin Anti-Höcke. Wo sollen Ihre Mehrheiten herkommen? Also die SPD wird mit Ihnen keine Koalitionsgespräche führen, zumindest nicht unter der derzeitigen Führung. Wie wollen Sie je Anträge im Parlament durchbekommen? Nur mit der CDU wird es nicht reichen. Die Frage stellt sich seit dem 27. Oktober. Im Parlament gibt es nicht das, was wir im politischen geübten Zusammenspiel als Mehrheiten natürlicher Art kennen. Ich denke, es geht mehr als denn je um die Sache. Und wenn wir über Inhalte uns an Problematiken, an Lösungsansätze nähern, dann sind
all diejenigen, die auch an CDU und an die FDP in den letzten Wochen und Monaten gerichtete Aufforderungen gestellt haben, sich der Verantwortung zu stellen, der staatspolitischen, die Verantwortungsaufforderung geben wir zurück. Wir müssen Thüringen in der Sache voranbringen. Und da steht alle der Parteien CDU, SPD und Grüne mit in der Verantwortung, vernünftige Lösungen für Thüringen zu machen und das Parteibuch hinten anzustellen und Ideologie hinten anzustellen. Ist das Äquidistanz zwischen AfD und Linke, was Sie jetzt beschreiben? Die Brandmauer zu den Extremen im politischen Terrain ist Seiten gegeben. Ich möchte nicht vergleichende Dinge anstellen. Wenn Sie mich zur Linken konkret befragen, auch Sie haben in Ihrer Programmatik Dinge, die nicht mit unserer Demokratie vereinbar sind. Ist das ein Tabubruch, was Sie da beim Ministerpräsident geworden? Wie können Sie sagen, dass die Brandmauern gegen Extreme weiterhin Bestand hätten? Wir werden keinerlei Politik mit der AfD betreiben, in keiner denkbaren Form. Nein. Was machen Sie denn mit Ministerposten, die, weil zum Beispiel die SPD auf Totalopposition gehen will, nicht mit ihrem Kandidaten besetzen können? Wurden Sie sich parteilos Leute dann ins Kabinett oder werden dann FDP-Mitglieder ins Kabinett einziehen? Verstehen Sie, dass wir das nicht abschließend klären können, weil da zählt tatsächlich vor allem die Kompetenz und die Bereitschaft derjenigen, die wir jetzt ansprechen werden, die nächsten Tage. Das ist ein mehrstufiges Verfahren und ich würde dem jetzt nur vorweggreifen. Aber tatsächlich angedacht ist, auch Experten in die Regierung einzubinden, ohne Parteibuch. Sind Sie der CDU näher? Nein. Was hat Ihr Bundesvorsitzender Lindner denn zu dem Wahlausgang gesagt? Hat er Ihnen schon gratuliert? Er hat mir gratuliert und gute Nerven gewünscht. Was hat es an Drohungen gegeben? Von der FDP, der neue Ministerpräsident in Thüringen. Und wir werden das Gleiche, das Ganze, was er da gesagt hat, gleich nochmal einordnen, machen aber jetzt erst nochmal eine kurze Pause. Der Politikwissenschaftler Professor Hajo Funke, den wir gleich zu Wort kommen lassen. Aber jetzt schauen wir erst nochmal in die Parteizentrale der FDP. Ganz genau, das Hans-Dietrich-Genscher-Haus hier in Berlin, die FDP-Bundeszentrale. Und da erwarten wir Christian Lindner, den Parteivorsitzenden, der sich in wenigen Augenblicken äußern wird. Wir haben ja schon im Vorfeld erfahren, dass er Thomas Kemmerich gratuliert hätte und dass er ihm starke Nerven gewünscht hat für das, was da jetzt kommt. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wie er das gleich weiter ausführen wird. Wir sehen das Rednerpult, blau und gelb, die Farben der FDP. Er wird dann in wenigen Augenblicken dort an dieses Pult gehen und wird dann viele Fragen sicherlich auch beantworten und beantworten müssen, wie er denn diesen politischen Paukenschlag in Erfurt beurteilt. Und hier bei uns im Studio, wie angekündigt, Professor Hajo Funke. Wir haben ja gerade eben davor eben auch die Rede von Thomas Kemmerich gehört, dem FDP-Ministerpräsidenten in Thüringen, der ja ganz klar noch mal gesagt hat, er wollte sich eben von der AfD abgrenzen, hat davon Brandmauern gesprochen, aber er war sich nicht zu fein, sich eben von dieser Rechtsaußenpartei wählen zu lassen. Ist das Ganze jetzt eine riesige Heuchelei? Also er ist durch die Brandmauer gestiegen, hat die AfD geholt und er weiß, dass er von der AfD gewählt worden ist. Das ist ja wohl klar. Und wenn er das nun wegretuschiert, dann ist das Heuchelei, ja. In welcher Art und Weise kann, soll oder auch wird die andere Ebene der Parteien da mitmachen, die CDU, die SPD, die Grünen, werden die da mitmachen, werden die sachorientiert arbeiten, wie er es ja gefordert oder angekündigt hat, oder können die das gar nicht in der Situation? Das ist ja selbst von der FDP als Tabubruch in Thüringen beschrieben worden, mit der AfD zu kooperieren. Also geht es aus moralisch glaubwürdigen Gründen gar nicht, mit dieser Konstellation zusammenzuarbeiten, zumal der nächste Schritt ist, dass er die Minister etablieren muss, dass, und dass das Parlament natürlich entscheidet, und zwar wieder per Mehrheit, ob es diesen oder jenen Ministerpräsidenten, Minister wählen will. Und wenn sie ihn wählt, dann mit den Stimmen der AfD. Das heißt, die AfD ist im Kooperationsprozess mit der Wahl von Kemmerich, mit seinem Wissen integriert. Es gibt
keine Sachpolitik ohne Parlament. Vielleicht stellt er sich das vor, aber das wäre die Abschaffung des Parlaments. Und das, glaube ich, denkt er im Moment jedenfalls noch nicht. Inwieweit bringt die thüringische FDP jetzt hier auch die Bundespartei unter Druck oder in ein schlechtes Licht? Denn Parteichef Christian Lindner, auf den warten wir ja hier, der muss das Ganze jetzt ja irgendwie rechtfertigen. Und nach allem, was wir gehört haben, hat er schon telefoniert mit Herrn Kemmerich, hat ihm gratuliert und gute Nerven gewünscht. Also ich höre gerade auf dem Weg hierher, dass Herr Kubicki auch sich positiv geäußert hat. Ich glaube, das tut der FDP nicht gut, sich so in die Nähe der AfD begeben zu haben, wenn auch aus einem taktischen, aber doch schwerwiegenden Grund, nämlich der Wahl eines Ministerpräsidenten. Das erschüttert die Glaubwürdigkeit einer liberalen FDP, der Partei Hans-Dietrich Genschers. Das heißt, Herrn Lindner hat der politische Instinkt verlassen? Er könnte ja dagegen zu Felde ziehen, könnte sagen, der muss sofort zurücktreten. Es ist vielleicht der Grund, warum er noch überlegt. Was könnte denn das machtpolitische Kalkül der AfD sein? Geht es nur um diesen Skandal an sich oder ist es irgendwie Politik zu machen, irgendwie Policy zu machen? Das ist relativ naheliegend. Das hat Herr Höcke in den letzten Wochen sehr stark betrieben. Wir ziehen uns gänzlich zurück. Ich trete von meinem Wunsch, ein Amt zu gewählt zu bekommen, zurück und kooperiere im Sinne der Sache, im Sinne Thürings. Und die Wahl- oder Umfrageergebnisse sind die gleichen. Das heißt, er hat sein Viertel. Wenn auch auf Bundesebene die AfD stagniert. Und natürlich, sie glaubt, die Bundesebene ebenfalls, mit diesem Durchbruch, der aber noch nicht geklärt ist, vor allem nicht in den Augen der Öffentlichkeit, nun doch stärker in die Nähe von Macht zu kommen. Das ist das zentrale Ziel, Ausweis auch Höckes, ausweislich seines strategischen Buchs aus dem letzten Jahr. Aber ich sehe das noch nicht, und zwar deswegen, weil nicht nur die Parteioberen der anderen demokratischen Parteien, sondern auch ein Großteil der Öffentlichkeit von der Partizipation an der Macht durch die AfD, vor allem diese, nichts hält. Unser Kollege Achim Unser ist in Erfurt im Landtag vor Ort und hatte da auch die Möglichkeit, sich umzuhören. Achim, wie sind denn da die Reaktionen mittlerweile ausgefallen, nachdem klar war, dass der Repräsentant einer 5%-Partei Ministerpräsident geworden ist mit Stimmen der AfD? Naja, es war natürlich klar, dass das bei Rot-Rot-Grün alles ganz schlecht ankam. Also für die war das Ganze wie ein Albtraum, diese Wahl, zumindest der dritte Wahlgang. Und entsprechend waren sie dann natürlich auch schockiert in ihren Äußerungen. Vorhin waberte hier so das Gerücht durch den Flur, dass Thomas Kemmerich Bodo Ramelow eine Frist gesetzt hat, die Staatskanzlei zu verlassen. Und zwar bis 18 Uhr, also nur wenige Stunden. Auch das wurde dann in dem Lager von Bodo Ramelow als eine Frechheit beschrieben, dass er nur so wenig Zeit hat, seine Sachen zu packen und die Staatskanzlei zu verlassen. Also bestätigt wurde das noch nicht, ob das tatsächlich stimmt. Aber Thomas Kemmerich hat tatsächlich natürlich viel Wut zu spüren bekommen, auch viel Wut, als er hier eben im Plenum seine Rede hielt. Er wurde mit Heuchler, sie nannten ihn Heuchler und noch anderes, Scharlatan. Und hören wir da mal rein, wie er da sozusagen darum kämpfen musste, sein Wort überhaupt, seinem Wort Gehör zu verschaffen. Es geht um Thüringen. Die Arbeit beginnt jetzt. Ich bitte doch, davon abzusehen, meine Rede zu unterbrechen. Ich zeige den Herr Ministerpräsident Ramelow, ich glaube, er ist nicht mehr im Hause. Ich danke Ihnen persönlich. Ich weiß ja nicht, wo das herkommt. Herr Ministerpräsident, Entschuldigung für das Wort Heuchler und Scharlatan. Muss ich hier einen Ordnungsruf erteilen? Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Abgeordnete Astrid Rothe-Beinlich? Nein.
Ja, also man hat es ja gehört und gesehen, Rot-Rot-Grün schäumt. Und hier an dieser Stelle, wo ich stehe, da standen vorhin auch junge Anhänger von der AfD und aber auch von den Parteien, von der Linkspartei und von der SPD. Und die haben sich richtig angemotzt. Also da sind wirklich Schimpfworte gefallen. Also die Stimmung ist sehr aufgeladen heute hier in Erfurt, auch im Landtag hier. Ja, keine leichte Sache, diese Wellen wieder zu beruhigen. Ich denke, da ist tatsächlich, sage ich mal, viel Porzellan zerbrochen worden. Ich kann mir auch gar nicht so richtig vorstellen, wie Thomas Kemmerich es da schaffen will, die Linkspartei irgendwie wieder zur Zusammenarbeit zu bewegen, weil er braucht sie ja, weil er hat ja keine Mehrheiten. Die Mehrheiten kann er nur erreichen mit der AfD oder mit der Linkspartei, wenn er es tatsächlich überhaupt schafft, diese Konstellation zusammenzuzimmern, diese Regierungskoalition. Er hat ja gesagt, er bietet der CDU, den Grünen und der SPD Gespräche an. Vielen Dank, Achim Unser, nach Erfurt in den Thüringischen Landtag. Wir warten weiter auf das Statement des FDP-Bundeschefs Christian Lindner. Der wird sich in wenigen Augenblicken äußern. Wir fragen nochmal nach bei dem Politikwissenschaftler Hajo Funke. Was glauben Sie, auf Bundesebene wird das bedeuten für die FDP? Kann man sich noch glaubwürdig absetzen von der AfD in jeglicher politischer Frage? Also das ist eine Erschütterung auch für die liberale FDP nach ihrem Selbstverständnis, nach ihrem öffentlichen Bild. Und deswegen wird es schwierig für die Bundes-FDP. Sie kann einfach nicht sagen, das war eine demokratische Wahl. Natürlich war es eine demokratische Wahl. Ich glaube, in der Richtung hatte sich Herr Kubicki geäußert. Das Entscheidende ist die Glaubwürdigkeit. Ist es möglich, dass durch die Partei jetzt vielleicht sogar ein Riss geht? Denn ich möchte gerade noch mal zitieren, Gerhard Baum, also der ehemalige Bundesinnenminister, ebenfalls von der FDP, der sagt jetzt, ein Hauch von Weimar liegt über der Republik. Also das ist ja schon eine deutliche Absetzung eben. Der legt ja den Finger da auch in die Wunde. Kann es sein, dass die FDP jetzt so aus zwei Flügeln besteht? Die einen, die Liberalen, und die anderen, die einfach nur Machtinstinkt oder Machtpolitik betreiben? Ich glaube, diese Äußerung von Herrn Baum, er ist ein klassischer Liberaler, so wie Hans-Dietrich Genscher, die Parteizentrale hat, trägt diesen Namen, zu dieser liberalen Tradition, insbesondere auch von Herrn Lindner, immer wieder gezählt worden ist. Und davon wendet sich diese taktische Entscheidung von Kemmerich und nun auch durch die Unterstützung von Herrn Kubicki und womöglich auch von Lindner ab. Und damit ist ein Riss da. Und wenn, wie gesagt, das nicht korrigiert wird in der Öffentlichkeit und durch die Prozesse in Thüringen und umgekehrt, dass von Teilen der FDP und auch von Teilen der CDU de facto hingenommen würde, dann kommen wir in der Tat Weimar näher. Nämlich der Tatsache, dass wir mit Rechtsextremen auf der Ebene der Länder, aber eben indirekt auch schon auf der Ebene des Bundes zu kooperieren scheinen. Und das ist erst am Ende der Weimarer Republik systematisch passiert, vor allem ab dem Jahr 1930. Also insofern muss man, es gibt Differenzen nach wie vor, wir sind nicht in Weimar, aber wir müssen sehen, was passieren kann, wie etwas ins Rutschen kommen kann und ob man das mit den vereinten Kräften der größeren Teile von FDP und CDU verhindern kann. Ich glaube, das ist die Frage. Das ist die politische Frage. Da hat Michael Friedmann, den Sie vorhin ausführlich interviewt haben, recht. Sagt Hajo Funke, der Politikwissenschaftler. Vielen Dank. Während wir weiter darauf warten, dass sich der Bundesvorsitzende der FDP äußern wird, Christian Lindner, wir sehen es auch im Bild, das uns erreicht aus der FDP-Parteizentrale in Berlin. Und in Potsdam hat sich mittlerweile auch Alexander Gauland zu diesem politischen Beben in Thüringen geäußert. Hören wir mal rein, was Alexander Gauland dazu zu sagen hat im Statement. Es ist ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland und in Thüringen. Denn Ausgrenzung einer großen Fraktion hat nicht funktioniert. Es gab in Thüringen immer eine bürgerliche Mehrheit gegen Herrn Ramelow. Die ist jedenfalls bei der Wahl des Ministerpräsidenten zum Tragen gekommen. Das ist ein normaler demokratischer Vorgang und also bewerte ich ihn positiv. Ist das ein überraschendes Ergebnis für Sie oder war das total genauso geplant? Ich glaube nicht, dass Sie das planen können, denn keiner wusste ja, dass der FDP-Kandidat antritt. Insofern ist das Ergebnis natürlich überraschend für mich genauso wie für alle anderen. Aber es ist eine Möglichkeit, mit der ich im Kopf schon mal mir das ausgerechnet habe, dass das theoretisch ging. Aber wir haben ja keine Kontakte zu den anderen Parteien. Warum
Kandidaten, der in Kindervater nicht gewählt? Weil er keine Chance hat, gewählt zu werden. Und in der Politik muss ich versuchen, Mehrheiten zur Veränderung des Landes zu gewinnen. Und wenn der eigene Mann keine Chancen hat, ist es klar, dass ich den wähle, der mir noch immer am nächsten steht und Mehrheitschancen hat. Also war es eine kluge Entscheidung der Thüringer Kollegen. Das konnte ja keiner wissen, dass der FDP-Kandidat antritt. Das heißt, wir haben einen eigenen Kandidaten gestellt und in dem Moment, wo klar war, da gibt es einen Kandidaten, der hat sogar eine Mehrheit. Mehrheiten kann ich ja auch ausrechnen. Der könnte also eine Mehrheit haben. Dann ist es doch klar, dass ich vernünftigerweise den eigenen Kandidaten zurückziehe. Das ist zwar ein Opfer, aber das ist ein Opfer im Sinne des Allgemeinwohls, der gemeinsamen Sache. Sprechen Kritiker allerdings auch von einer Missachtung des Wählerwillens, wenn ein Kandidat gewählt wird, der mit Ach und Krach 5% Wahlerfolg in Thüringen bekommen hat? Aber wenn Sie, das ist ja kein Argument. Herr Ramelow hat ja auch keine Mehrheit. Die Frage ist ja jetzt, ist sozusagen der Kandidat von einer Mehrheit im Parlament gewählt und das ist so und da ist es keine Missachtung des Wählerwillens, denn die Parteien, die den Mann gewählt haben, repräsentieren eine Mehrheit in der Wählerschaft. Wie sehen Sie es, wie geht es weiter? Geht es mit Neuwahlen oder mit einer Minderheitsregierung in Thüringen weiter? Das kann ich Ihnen nicht voraussagen. Ich bin nicht in Thüringen zu Hause. Wenn der neue Ministerpräsident ein Minderheitenkabinett bildet, kommt es darauf an, ob CDU und FDP das so wollen. Das kann ich alles nicht voraussagen. Wären Sie bereit für Neuwahlen? Wie bitte? Wäre die AfD in Thüringen bereit für Neuwahlen? Wir sind immer bereit für Neuwahlen. Zusammenarbeit, wie könnte die aussehen denn im Landtag? Ich meine, den ersten Fall hat es ja jetzt gegeben, da hat ja die FDP mit der CDU und der AfD gemeinsam die Vertagung schon mal beschlossen. Also da scheint ja also ein Bündnis durchaus zu sehen zu sein. Wie das müssen Sie die Kollegen in Thüringen fragen, das kann ich nicht beurteilen. Ich halte es immer für richtig, dass demokratische Parteien zusammenarbeiten, aber das müssen die Kollegen in Thüringen fragen. Was halten Sie von der Blumenstrauß-Geste der linken Fraktionsvorsitzende? Also ich habe gehört, sie hat die Blumen auf den Boden geworfen. Tja, die Linken sind eben keine Demokraten. Wie fühlt sich das jetzt gewissermaßen an? Also die AfD hat in Thüringen sozusagen jetzt reale Macht. Das wird, wenn es denn zu einer Minderheitsregierung kommt, dann wird es keine Entscheidung geben, kein Gesetz geben in Thüringen, welches ohne die AfD zustande kommt. Das weiß ich nicht, denn es kann ja auch sein, dass aus den anderen Parteien eine Minderheitsregierung im Gesetzgebungsverfahren gestützt wird. Also das ist jetzt nicht ausgemacht, was Sie sagen. Aber wenn eine Minderheitsregierung, in dem Fall eine bürgerliche Minderheitsregierung, vernünftige Vorschläge macht, glaube ich, werden die Freunde in Thüringen bereit sein, diese zu unterstützen. Aber auch das müssen Sie Herrn Höcke und die Freunde in Thüringen fragen, nicht mich. Das werden wir tun. Danke, Herr Gauland. Okay. Alles? Okay. Soweit also Alexander Gauland, der Fraktionschef der AfD im Deutschen Bundestag, der sich hier eben zum Wahlausgang in Thüringen geäußert hat, wo ein FDP-Mann zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist, Thomas Kemmerich, und mit den Stimmen der AfD. Wir warten jetzt noch, was Christian Lindner, der FDP-Chef auf Bundesebene, dazu zu sagen hat. Er verspätet sich etwas. Wir ordnen das Ganze deswegen weiter ein mit Professor Hajo Funke. Sie haben jetzt ja eben auch gerade die Ausführungen von Herrn Gauland mit angehört, der im Prinzip seine Hände in Unschuld wäscht und sagt, es ist doch ein demokratischer Prozess. Was habt ihr denn alle? Also es ist sehr klar, dass Herr Höcke, der wurde vorhin auch gezeigt, sagt, dass er strategisch diese Kooperation will und in der Wahl des Ministerpräsidenten realisiert hat. Das wollte er schon in den letzten Wochen. Und auch Herr Gauland freut sich, dass die AfD Thürings an den Machtentscheidungen beteiligt ist. Also dazu sagen, wir sind ganz neutral und von Seiten Kemmerichs, des Ministerpräsidenten, des Gegenwärtigen, das zu sagen, stimmt einfach nicht. Es gibt diese Kooperation.
Und sie wird auch weitergeführt werden, das hat auch Herr Gauland angedeutet. Dann, wenn es zu Entscheidungen kommt über eine Ministerschaft und zu Gesetzesentscheidungen. Und sie sind bereit, eine Minderheitsregierung als Teil der bürgerlichen Kräfte, wie er die AfD mitinterpretiert, zu unterstützen. Da haben sie das. Das wird also von der AfD sehr entschieden betrieben. Abgesehen davon, um den ersten Teil Ihrer Frage zu beantworten, natürlich ist es eine demokratische Wahl. Es gab eine Mehrheit. So ist es. Ja. Herr Funke, wir warten gemeinsam auf Christian Lindner, den FDP-Bundesparteivorsitzenden. Er wird sich gleich äußern. Wir sehen das Signal auch links schon im Bild eingeblendet aus dem Hans-Dietrich-Genscher-Haus hier in Berlin. Was glauben Sie, wie wird er sich äußern? Wird er seinen Landesvorsitzenden aus Thüringen schützen, den neuen, frisch gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich, oder wird er sich distanzieren oder distanzieren müssen? Ich bin ja kein Berater von Herrn Lindner. Aber was wäre denn normal? Was wäre denn der Normalfall? Kann ein Landesverband allein entscheiden? Es gibt zwei Seelen. Ich kenne Herrn Lindner auch einigermaßen, beobachte ihn. Es gibt zwei Seelen. Die Machtfrage, das Interesse an der Macht und die liberale Frage. Und jetzt wird sich zeigen, ob er mehr die liberale, das heißt die Glaubwürdigkeitsfrage, nicht mit Antidemokraten wählt. Oder, wie auch schon Kubicki und auch Kemmerich, die Machtfrage. Da würde ich aber ganz gerne noch mal einhaken wollen, weil vor 20 Jahren hatte die FDP ja schon mal ein ähnliches Problem. Ich erinnere da an die schwarzen Kassen in Hessen und einen Ministerpräsidenten Roland Koch, den es damals gab. Und der damalige FDP-Chef, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, der hat jedenfalls versucht, dann in Hessen den eigenen Parteianhängern ins Gewissen zu reden und hat sich nicht durchgesetzt und stand dann düpiert da. Dieses Exempel vor Augen, kann Christian Lindner die Machtfrage doch gar nicht stellen, weil er nicht weiß, wie die in Thüringen reagieren. Nein, er wird, das ist die Machtfrage, er wird Kemmerich unterstützen wollen. So kann man annehmen, das ist die eine wahrscheinliche Variante. Und wird sozusagen die Glaubwürdigkeit der liberalen Tradition düpieren. Schauen wir noch mal weiter, und zwar nach Erfurt in den thüringischen Landtag. Da ist unser Kollege Achim Unser. Achim, was hast du dort schon für Reaktionen hören können auf dieses politische Beben? Wie geht man damit um? Wie ordnet man das ein bei dir? Also man ordnet es natürlich auf Seiten der Verlierer, und das sind nämlich natürlich die Rot-Rot-Grün. Ist man natürlich tief schockiert darüber, wie das Ganze heute ausgegangen ist. Und auf der anderen Seite, naja, natürlich hämisches Feixen war da unter anderem auch bei der AfD, als dann eben das Ergebnis verkündet wurde. Aber wir hatten ja vorhin gerade gehört, Alexander Gauland, der eben gesagt hatte, na ja, also der sozusagen die AfD auch als Unschuldslamm da ein bisschen hingestellt hat und gesagt hat, na ja, die haben eben gesehen, dass in Thomas Kemmerich da ein Kandidat ist, der mehrheitsfähiger ist als ihr eigener Kandidat, und deswegen hätten sie ihren Kandidaten zurückgezogen. So war das dann allerdings nicht in Wirklichkeit, weil sie sind ja auch in diesen dritten Wahlgang reingegangen. Sie hatten noch mal gesagt, ja, wir bleiben bei unserem Kandidaten, den wir die letzten zwei Wahlgänge auch durchgewählt haben. Und dann hörten sie eben, dass Thomas Kemmerich sich meldet. Dann gab es noch einmal eine Unterbrechung. Und als sie dann zurückkamen, haben sie eben nicht gesagt, wir ziehen unseren Kandidaten zurück. Und deswegen konnten viele in der Union und bei der FDP natürlich auch möglicherweise davon ausgehen, dass sie wiederum ihren Kandidaten wählen. Also ich möchte nur an diese Möglichkeit erinnern, dass man in der Union und in der FDP vielleicht auch selbst erschrocken ist, ein bisschen zumindest der eine oder andere, über das Ergebnis, dass man tatsächlich die Mehrheit bekommen hat, dass die AfD komplett dann Thomas Kemmerich gewählt hat. Also diese Chance zu erkennen, dass die AfD umgeschwungen ist in ihrer Meinung, diese Chance hat die AfD den anderen Fraktionen hier im Landtag nicht gegeben. Achim, wir sind gleich wieder bei dir, sprechen dann weiter über den Tabubruch in Thüringen. Wir machen jetzt erstmal eine ganz kurze Pause und sortieren uns nochmal neu. Bis gleich. Und weiter geht's mit den Nachrichten hier bei Welt. Ein politisches Erdbeben hat sich heute abgespielt in Thüringen im Landtag in Erfurt, wo ein Ministerpräsident der FDP gewählt worden ist. Das allein ist jetzt noch nicht das Drama, aber Thomas Kemmerich hat eben auch Stimmen von der AfD-Fraktion bekommen, und zwar in erheblichem Maße, sonst wäre er nämlich nicht gewählt worden. Wir wollen das Thema weiter einordnen. Bei uns der Politikwissenschaftler Professor Hajo Funke. Herr Funke, es ist natürlich
natürlich jetzt so, dass klar, Herr Kemmerich erstmal froh ist, dass er Ministerpräsident geworden ist und scheint jetzt irgendwie das ganz außen vor stellen zu wollen, dass er eben mit Stimmen einer Rechtsaußenpartei in dieses Amt gekommen ist. Kann man das diesem Mann abnehmen? Ist das politisch opportun, so wie sich die FDP jetzt darstellt? Man kann es ihm nicht abnehmen, dass er nicht davon gewusst hat oder damit gerechnet hat. Und wenn er nicht davon gewusst hat, dann hätte er das Amt nicht annehmen brauchen. Er hat es aber angenommen und damit in dem Moment, in dem er es angenommen hat, mit Wissen, dass er von der AfD unterstützt worden ist und gewählt worden ist. Deswegen gilt auch nicht, was Herr Lindner gerade gesagt hat, dass man es nicht hat vorhersehen können. Gut. Dann hat er es nicht vorhergesehen. Dann hat vielleicht auch Herr Kemmerich es nicht vorhergesehen. Aber in dem Moment, in dem er die Wahl annimmt, hat er gewusst, dass er das mit Hilfe der AfD getan hat und nur deswegen weiter Ministerpräsident sein kann bei den Entscheidungen des Parlaments, wenn er von der AfD weiter unterstützt wird. Und damit ist er in einem Dilemma, wenn er FDP-Mann und damit Liberaler bleiben will. Und dieses Dilemma wird er nicht auflösen können. Deswegen rechne ich damit, dass in Bälde es zu Neuwahlen in Thüringen kommt. Was hat sich allgemein dadurch jetzt entwickelt für die anderen Parteien, für die CDU, für die SPD, für die Grünen? Wie werden die jetzt umgehen mit der AfD? Versucht man sich da anders noch zu distanzieren? Und vor allem auch die FDP, kann sie es überhaupt noch, wenn im Bundestag eine Rede gehalten wird? Können die sagen, wir wollen mit dieser Partei nichts zu tun haben, wollen mit der nicht zusammenarbeiten, wenn man es auf diese Art und Weise in Thüringen so tut? Mit der Annahme der Wahl als Ministerpräsident durch Herrn Kemmerich ist diese bewusste Entscheidung bisher, nicht zu kooperieren, nicht gemeinsame Sache zu machen, aufgehoben. Solange er Ministerpräsident von Gnaden der AfD ist, ist dies ein Dilemma derjenigen, für die er eintritt, also der FDP im Bund wie im Land. Insofern hat taktisch gesehen die AfD einen kleinen Vorteil. Aber insgesamt ist die AfD so weit nach rechts gerückt, auch auf dem letzten Parteitag, dass ihnen das nicht viel bringt. Die Perspektive einer Machtbeteiligung auf Bundesebene sehe ich sich sogar weiter entfernen nach dieser zum Teil mit Tricks durchgeführten oder mit Heuchelei versehenen Entscheidung. Ich würde gerade noch mal ganz gern auf die AfD in Thüringen eingehen wollen, weil das ist ja nicht irgendeine AfD, sondern es ist eben die Landesgruppe, in der auch Björn Höcke aktiv ist. Darüber sprechen wir gleich. Ich höre jetzt gerade, dass Christian Lindner jetzt ans Mikrofon getreten ist. Und wir hören noch mal rein, was der FDP-Chef eben dazu sagt, dass einer seiner Parteikollegen jetzt Ministerpräsident geworden ist mit Unterstützung der AfD. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse und die kurzfristige Bereitschaft, hier in das Hans-Dietrich-Genscher-Haus zu kommen. Wir haben die für die Freien Demokraten überraschende Entwicklung in Thüringen heute im Rahmen einer Telefonschaltkonferenz des Präsidiums beraten. An ihr hat auch Thomas Kemmerich teilgenommen. Er hat uns die Lage in der Landespolitik aus seiner Sicht geschildert. Landtagsfraktion und Landesverband der FDP in Thüringen handeln in eigener Verantwortung. Thomas Kemmerich hat die Freien Demokraten als Partei der Mitte zurück in den Landtag geführt. Freiheit und Weltoffenheit jenseits von AfD und Linkspartei sind unser Wählerauftrag. Thomas Kemmerich ist heute gegen einen Kandidaten der AfD und gegen einen Kandidaten der Linkspartei angetreten. Er hat damit das Signal verbunden, dass auch die politische Mitte im Parlament vertreten ist, nachdem die Union auf einen Kandidaten verzichtet hatte. Im Landtag ist Thomas Kemmerich als Kandidat der Mitte angetreten und wurde zum Ministerpräsidenten gewählt. Es ist nachvollziehbar, dass die Union ihn unterstützt hat. Die Unterstützung der AfD indessen ist überraschend, da sie nicht von Übereinstimmungen in der Sache, sondern rein taktisch motiviert ist. Die FDP verhandelt und kooperiert mit der AfD nicht. Es gibt keine Basis für eine Zusammenarbeit. Wir unterstützen die Ziele und Werte dieser Partei nicht. Wer umgekehrt unsere Kandidaten in einer geheimen Wahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht.
Thomas Kemmerich hat in unseren Beratungen wie auch schon zuvor unterstrichen, dass er diese Überzeugungen teilt. Ich persönlich würde nicht Bundesvorsitzender einer Partei sein können, die eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD nicht klar ausschließt. Und solange ich die Freien Demokraten führen darf, würde ich einer Änderung dieser Grundüberzeugungen nicht zustimmen und sie auch nicht tolerieren. Die Freien Demokraten in Thüringen und Thomas Kemmerich tragen nun große Verantwortung, aber nicht allein, sondern mit allen Parteien des demokratischen Zentrums. Wir appellieren an Union, SPD und Grüne, das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich anzunehmen. Es kann gemeinsame Projekte der Parteien der Mitte für die Menschen in Thüringen geben, wie dies auch ja in den letzten Wochen besprochen wurde. Sollten sich Union, SPD und Grüne einer Kooperation mit der neuen Regierung aber fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig. Vielen Dank für Ihr Interesse. Herr Lindner, eine Frage. Herr Lindner? Herr Lindner? Haben Sie dazu nichts zu sagen? Die Ausführungen von FDP-Chef Christian Lindner und Hajo Funke bei uns weiter im Studio hat das Ganze eben auch mit angehört. Und Herr Lindner hat nochmal gesagt, es ist keine Basis da, keine Gemeinsamkeiten mit der AfD. Man unterstützt die AfD nicht. Also im Prinzip das, was alle anderen vorher auch schon gesagt haben von der FDP. Aber ich meine, gerade er als Parteichef, passt das noch zusammen? Ich meine, im Bundestag hat man eben auch immer große Reden geschwungen, aber wenn es dann eben drauf ankommt, dann hält man sich offenbar nicht mehr dran. Das große Problem ist, dass Thomas Kemmerich die Wahl angenommen hat, mit dem Wissen, dass er von der AfD in das Amt gewählt worden ist. Und das hält nicht. Alles andere ist offen. Wie Herr Lindner eben, sage ich auch vorher schon im Gespräch mit ihm, mit Ihnen, es wird zu Neuwahlen kommen. Das ist die einzige Möglichkeit, aus dieser Mischung von Überraschungen, Tricksereien und Selbstvergessen herauszutreten. Und wir müssen nochmal rübergehen, denn jetzt sprechen die Parteichefs und Fraktionschefs der Linkspartei. Und da wollen wir auch noch mal reinhören, was die zu diesem Ergebnis zu sagen haben. Ich war eigentlich in der Demo-Kluft heute. Ich war bei Klinikstreik in Magdeburg und bin selber von diesem Vorgang etwas überrascht worden, obwohl man ja eigentlich heutzutage mit allem rechnen muss. Also was ich nicht gedacht hätte, ist, dass hier in der Politik, insbesondere bei der CDU und bei der AfD, Hasardeure am Werk sind. Anders kann man es nicht sagen, dass das politische Hasardeure sind. Es war eine der übelsten Tricksereien und Betrug am Willen der Wähler und Wählerinnen in Thüringen, was wir heute dort erlebt haben. Ein Ministerpräsident, der von 60% der Thüringer und Thüringerinnen direkt gewählt worden wäre, wird durch einen abgelöst, der gerade mal auf 5% gekommen ist und 71 Stimmen über die 5%-Hürde es geschafft hat. Es ist ein politischer Tabu- und Dammbruch. CDU und FDP betätigen sich als Steigbügelhalter für die AfD. Ich glaube, die Überschrift ist richtig. Die AfD hat damit ihren ersten Ministerpräsidenten. Es ist völlig unklar, wie dieser Ministerpräsident eine Regierung zusammenstellen will oder eine Mehrheit im Parlament bekommen will ohne die AfD. Damit hat erstmals eine Partei, die FDP, unter tatkräftiger Mithilfe der CDU sich von Rechtsradikalen abhängig gemacht. Und wir haben es hier mit der Höcke-AfD zu tun, also mit einem wirklichen Faschisten und Rechtsradikalen und mit einer Partei, die Neonazis und Rechtsradikale in ihren Reihen hat. Ich bin gespannt auf die Äußerungen der CDU-Vorsitzenden. Die sind mir bisher nicht bekannt. Ich finde, die muss ich dazu äußern. Und wenn die CDU auf Bundesebene dieses Vorgehen nicht verurteilt,
dann muss die SPD als Koalitionspartner sich gut überlegen, was sie in dieser großen Koalition eigentlich noch machen. Weil hier haben wir es mit einem wirklich geschichtsträchtigen Ereignis zu tun, was im Übrigen in den 20er Jahren auch schon so war, dass Teile der Bürgerlichen offensichtlich sich zu Komplizen des rechten Lagers machen. Etwas, was wir niemals akzeptieren können. Ich hoffe, dass insbesondere die CDU und die FDP den politischen Preis dafür bezahlen müssen. Ich habe keinerlei Verständnis für die Aussagen von Herrn Kubicki, der dieses Ergebnis als großartig bezeichnet hat. Ich finde, wenn eine Partei, die sich liberal nennt, sich von Rechtsradikalen wählen lässt oder ein Kandidat ihrer Partei sich zum Ministerpräsidenten wählen lässt, dann ist das nicht großartig, sondern das ist ein ernstzunehmender Tabubruch, der auf der Bundesebene niemals akzeptiert werden darf. Und ich hoffe, dass die Wähler und Wählerinnen auch der FDP dafür die Quittung erteilen. Das muss einen politischen Preis haben, was wir hier in Thüringen erlebt haben. Niemand kann im Übrigen annehmen, dass es Zufall gewesen ist. Also es ist, davon bin ich überzeugt, ein inszenierter Prozess gewesen, sonst wäre nicht die komplette CDU oder die komplette FDP und die komplette AfD hätten nicht so gewählt und die CDU hat im Großen und Ganzen auch so gewählt. Da gab es keine Einbrüche und sie mussten damit rechnen, dass solch ein Ergebnis zustande kommt. Also sie können sich nicht rausreden, dass man halt jetzt hier einen Kandidaten der Mitte gewählt hat, der dann zufällig zum Ministerpräsidenten geworden ist. Ich finde, so einfach kann man sich nicht aus der Verantwortung davonstellen, wie das der Fraktionsvorsitzende Mike Mohring heute gemacht hat. Ich finde, jemand, der so ein politischer Hasateur ist, der darf keine Führungsfunktion haben. Wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, der einzige Ausweg wären wirklich Neuwahlen. Leider Gottes ist ja die Verfassung in Thüringen hier nicht ganz so einfach. Also man kann nicht einfach mit einer ohne Zweidrittelmehrheit jetzt praktisch den Abwählen und Neuwahlen erzwingen. Der Ministerpräsident kann geschäftsführend relativ viel tun, auch wenn er gar keine Regierung zustande bringt. Aber es wäre jetzt die ehrlichere und saubere Variante, dass die Wählerinnen und Wähler in Thüringen das letzte Wort haben, die sich ja zu Recht betrogen fühlen müssen. Also sie haben ja niemals einen Ministerpräsidenten gewählt von der FDP. Also das hat mit dem Wählerwillen definitiv nichts zu tun. Dass Parteiführer von FDP und CDU in der Lage sind, ein solches politisches Chaos anzurichten und einen solchen Tabubruch zu begehen, muss uns erschrecken. Und mir wird da Angst und Bange, was es eigentlich heißt für einen klaren politischen Kurs und für eine klare politische Abgrenzung gegen Rechts und gegen Rechtsradikale. Insofern wären deutliche Worte von der Bundesebene angesagt. Wie gesagt, von der FDP hört man Widersprüchliches. Wenn die Linie sich von Kubicki durchsetzt, dann ist meines Erachtens, kann man meines Erachtens nicht mehr von einer liberalen Partei FDP sprechen. Rieksinger von der Linkspartei, einer von zwei Bundesvorsitzenden. Und von dort schauen wir direkt weiter zur CDU. Da hat sich nämlich auch der Generalsekretär Paul Ziemiak zu diesem Thüringen-Beben geäußert. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist ein schwarzer Tag für Thüringen. Die CDU Deutschlands hat immer wieder klargemacht, dass es keine Zusammenarbeit jedweder Art mit der AfD geben kann. Das widerspricht fundamental christlich-demokratischen Werten. Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt. Diese Entscheidung von heute spaltet unser ganzes Land und führt es nicht zusammen. Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen billigend in Kauf genommen haben, dass durch ihre Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke
und anderen der AfD-Fraktion in Thüringen gewählt werden konnte. Diese Wahl von heute mit den Stimmen der AfD ist keine Grundlage für eine stabile Regierung und sie ist auch keine Grundlage für bürgerliche Politik. Das will ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Es kann also mit der CDU keine Regierung auf Grundlage der Zustimmung der AfD geben. Das Beste für Thüringen wären Neuwahlen. Dankeschön. Soweit also der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, der sich hier nochmal deutlich abgegrenzt hat. Das ist schon ganz interessant, denn von der FDP hat man solche Töne ja bisher nicht gehört. Wir werden das gleich weiter noch analysieren und einordnen, wollen aber jetzt erst nochmal CSU-Chef Söder hören, der sich auch gerade dazu geäußert hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist kein guter Tag für Thüringen. Kein guter Tag für Deutschland und erst recht keiner für die Demokratie in unserem Land. Es ist ein inakzeptabler Dammbruch, sich mit den Stimmen der AfD und sich gerade mit den Stimmen von Herrn Höcke zur Ministerpräsidentin wählen zu lassen. Dies ist ein hochriskantes und aus unserer Sicht nicht akzeptables demokratisches Abenteuer, das da in Thüringen passiert. Zum einen, weil man mit Herrn Höcke sozusagen auf den angewiesen ist. Alle Appelle, die jetzt so gemacht werden, in denen drin steht, ja, man solle andere zusammenarbeiten, laufen ins Leere. Denn zum einen einmal ist es ja das Ignorieren des Wählerwillens, dieses Wahlergebnis heute. Ich habe nichts gegen den FDP-Kandidaten, aber es wundert einen schon, dass die FDP in Deutschland bei Jamaika sich verweigert hat, aber bei diesem Abenteuer, in dieser Aktion jetzt mitmacht. Dass am Ende jemand mit 5% zum Minister besehen wird, zeigt, dass auf dieser ganzen Aktion kein Segen liegen wird. Und auch die CDU erleidet damit ein hohes Maß an Glaubwürdigkeitsverlust. Für die CSU kann ich nur sagen, wir werden uns an keiner solchen Abenteuer, sollten sie hier auf Bundesebene anstehen, in irgendeiner Form beteiligen. Ganz im Gegenteil, wir lehnen ein solches Verfahren ab. Und ich glaube, auch für Thüringen wird all diese Appelle, die jetzt kommen, eines definitiv zeigen. Ich glaube nicht, dass Thüringen jetzt mit dem heutigen Tag regierungsfähiger geworden ist. Das Beste und Ehrlichste wären klare Neuwahlen, denn das wird auf Dauer nicht zum Erfolg führen können. Und wie gesagt, wir können nur noch mal appellieren, ein solches Verfahren ist aus unserer Sicht inakzeptabel. Und ich halte es tatsächlich so, auch historisch gesehen, wer glaubt, dass er sich mit den Stimmen der AfD wählen lassen kann, ob geheim oder nicht, und damit dadurch eine demokratische Legitimation bekommt, der wird auf Dauer irren. Das Ganze, dieser ganze Tag nützt nur der AfD. Und es darf und kann nicht unser gemeinsames Bestreben sein. Vielen Dank. Soweit der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Auch er mit deutlichen Worten in Richtung Thüringen, Richtung Erfurt, Richtung AfD und vor allem auch FDP. Herr Funke, was glauben Sie, wie groß wird der Schaden sein für die Liberalen, den Sie sich da selbst eingefahren haben, möglicherweise auf Landesebene in Thüringen, aber auch im Bund? Der Schaden ist groß. Das ist nun mit diesen Äußerungen erst recht klar. Paul Ziemiak, ein überzeugter Demokrat, der sehr darauf Wert gelegt hat in den letzten Wochen, auch gegenüber Thüringen, keine wie auch immer geartete Kooperation mit einer rechtsextremen Partei, einer Nazi-Partei, wie er sagt, zu wollen, hat sich sehr klar ausgedrückt. Er hat die CDU-Position repräsentiert, auch gegenüber Teilen der CDU in Thüringen und ebenso Herr Söder. Damit ist klar, das Projekt scheitert. Das Projekt Kemmerich scheitert womöglich schon in den nächsten Tagen. Aber sind Sie jetzt nicht trotzdem mit in Sippenhaft genommen worden, die CDU-Abgeordneten? Denn letzten Endes haben Sie ja alle an einem Strang gezogen. Möglicherweise auch unwissentlich. Das wissen wir ja nicht. Das ist unerheblich für die Tatsache, dass die Bundes-CDU und die CSU einhellig und eindeutig sagen, mit Rechtsextremen, Antidemokraten und bei Söder mit Blick auf die Geschichte nicht. Unter keinen Umständen. Und das ist das Entscheidende. Bei den anderen Parteien ist es demokratisch. Aber Parteien, wie kommt die CDU jetzt aus der Nummer wieder raus? Wer ist dann da? Die CDU. Die CDU ist ja auch beschädigt. Wie kommen die jetzt aus der Nummer wieder raus? Denn die können ja nicht sagen, der Ministerpräsident soll zurücktreten. Der ist ja von der FDP. Wäre es dann nicht schlauer gewesen? Die hätten gleich für Bodo Ramelow gestimmt. Diese Option stand ja ursprünglich auch mal zur Debatte. Aber da haben sich ja alle auch dagegen verwahrt und gesagt, mit der Linkspartei auch nicht. Das ist das Ende des Hin und Hers von Moring. Ich glaube nicht, dass er in der CDU Thürings eine lange Zukunft hat.
Das ist so entschieden abgewiesen worden von der Bundesebene, dass auch die CDU Thüringen jetzt nicht mit Kemmerich eine Minderheitsregierung planen kann und darauf angewiesen ist, dass vielleicht die SPD oder sogar die Linke irgendwie das unterstützt, weil ja die AfD da ist und unterstützen kann. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus, sagt Hajo Funke. Es wird viel diskutiert, es gibt auch reichlich Widerspruch. Vielleicht eine Ergänzung. Das kann auch Wochen dauern. Aber die Idee, Herrn Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu wählen und das zu einer Perspektive zu machen, wie das Herr Kubicki gesagt ist, das ist heute dementiert worden. Es funktioniert nicht. Es sei denn mit der AfD. Und da hat sich dann doch die liberale Tradition in der FDP, man kann es sozusagen auch in den indirekten Äußerungen von Lindner, oh, das ist aber gefährlich, das ist aber, ich weiß nicht, wie es ausgeht, erkennen. Neuwahlen ist die Antwort. Und das erlaubt ein demokratisches Spiel von Neuem mit hoffentlich besserem Ergebnis. Hören wir mal rein, Herr Funke, welche Reaktionen es in Erfurt gibt, nicht von der Politik, sondern von draußen, also außerhalb des Parlaments. Da gibt es nämlich Widerspruch und da gibt es auch einigen Protest. Ein paar Stimmen haben wir mal vorbereitet. Jetzt hören wir rein. Ja, wie soll ich es finden? Wie es jeder hier findet, Schweinerei. Also als Sie es gehört haben, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Die laufen nicht mehr rund. Ja. Also die haben wir mit dem Schuss nicht mehr gehört. Abgekapertes Spiel. Also viele Menschen fühlen sich veräppelt, weil sie gewählt hatten, weil sie jetzt die demokratischen Grundrechte mit Füßen getreten sehen und sagen, wir gehen nie wieder zur Wahl. Viele arbeitslose Menschen sind zu uns gekommen und haben gesagt, sowas darf doch wohl nicht wahr sein. Eine Partei, die mit Ach und Krach in den Landtag gekommen ist, hat sich mit den Stimmen der rechten Seite hier einen Posten ergaunert. Und ich denke, die Wut und die Hilflosigkeit im Bauch der Menschen, die wird noch zunehmen, wenn das gesagt ist. Es ist unfassbar, was hier passiert ist. Auch hier schreibt Thüringen wieder Geschichte, aber in einem negativen Aspekt. Das war Kacke, das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das war ein abgekartetes Spiel. Das ist keine Demokratie. Da brauchen wir nicht mal wählen gehen. Finde ich. Ich habe das live gesehen, die Wahl über Facebook. Und ich war sehr schockiert, weil Thüringen hat definitiv nicht einen FDP-Minister. Gut. Ich bin sehr schockiert, vor allem war ich sehr traurig, als ich das im Livestream gesehen habe. Thüringen hat definitiv keinen FDP-Ministerpräsidenten gewählt. Thüringen hat eigentlich Bodo gewählt und auch gewollt. Und es ist sehr schade, dass es nicht so gekommen ist und allerhand natürlich und wirklich furchtbar, dass es dann durch die Stimmen der AfD so weit gekommen ist. Und das ist einfach nur schockierend. Ich bin froh, dass ich jetzt diese Worte gefunden habe, weil bisher haben mir die Worte gefehlt. Und ja. Danke. Also die Stimmen, die wir eingefangen haben, allesamt erbost über diese Rochade, die da im Landtag in Thüringen stattgefunden hat. Marie Pschibilla, du hast dich ein bisschen im Internet umgeschaut. Wie sind denn da die Reaktionen ausgefallen? Ja, hauptsächlich auch sehr wütend, mit sehr viel Unverständnis wird da reagiert. Wir haben ja den FDP-Chef Christian Lindner auch schon gehört in seinem Statement. Er war eher so, naja, wir halten unsere Mauer, dass mit der AfD nicht kooperiert. Und wir können ja nichts dafür, wenn jemand unseren Kandidaten wählt. Das sehen aber nicht alle in der FDP so. Ich habe hier mal Marie-Agnes Strack-Zimmermann mitgebracht, auch sie Mitglied des FDP-Bundesvorstandes übrigens. Sie schreibt das ein bisschen anders. Sie schreibt, ich schätze Thomas Kemmerich persönlich. Ich verstehe seinen Wunsch, Ministerpräsident zu werden. Sich aber von jemandem wie Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel und unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale. Und die Diskussion, die gibt es nicht nur innerhalb der FDP, gibt es auch innerhalb der CDU. Und auch da habe ich mal eine Stimme mitgebracht von Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, ebenfalls in der CDU. Und er schreibt, das ist kein guter Tag für Thüringen. Die CDU in Thüringen hat nicht akzeptiert, dass sie die Wahl verloren hat und es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben kann. Genauso falsch war, dass sich Bodo Ramelow mit Unterstützung von SPD und Grünen ohne parlamentarische Mehrheit zur Wahl gestellt hat. Also hier auch nochmal eine starke Kritik auch eben daran. Aber auch da sieht man eben, wie schwierig das Thema in der Bewertung ist. Und ich habe noch jemanden aus der CDU mitgebracht, das ist Christian Hirte. Der ist übrigens, falls Sie den nicht kennen, Ostbeauftragter der Bundesregierung. Und er sieht das folgendermaßen, er gratuliert einfach nur Herrn Kemmerich für diese Wahl. Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer Rot-Rot-Grün abgewählt haben. Viel Erfolg für diese schwierige Aufgabe zum Wohle des Freistaates. Unter diesem Tweet gibt es reichlich Kritik. Und das sieht man eben auch, wenn man hier schaut. Ich habe hier Bilder mitgebracht, wir haben die Stimmen gerade gehört aus
aus Thüringen tatsächlich vom Erfurter Landtag. Aber auch das sind Bilder, die jetzt in Berlin stattfinden, nämlich vor der FDP-Parteizentrale. Vor allem die FDP bekommt eben jetzt sehr viel Wut auch ab. Das ist ja auch von Fridays for Future organisiert worden. Und so haben wir eben auch viele Stimmen auch aus der Gesellschaft. Hier habe ich mal mitgebracht Hans Sapai, auch ein Tweet, der mittlerweile schon fast 7000 Likes bekommen hat, was wirklich sehr viel ist. Er schreibt, der Fußballer, ein trauriger Tag für Deutschland. Das erste Mal seit dem Krieg helfen Nazis einem Ministerpräsidenten ins Amt. Ich bin sprachlos. Und ich habe das schon angedeutet, vor allem die FDP bekommt wirklich ihr Fett weg. Sowas hier, das kursiert jetzt auch mittlerweile schon im Netz. So ein bisschen bearbeitete FDP-Parteiplakate, denken wir neu. Lieber mit Nazis regieren als gar nicht. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr böse Unterstellung. Aber auch in diese Richtung muss man wirklich sagen, geht das hier mittlerweile. Und vor allem eben auch der Kandidat Thomas Kemmerich, auch von ihm wird nun hier einiges auch hervorgeholt. Hier sehen wir das eben auch aus dem Wahlkampf nochmal ein Plakat. Thomas Kemmerich, endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat. Ja, und da schreiben auch viele, ja, keine Pointe. Offenbar hat man eben nicht aus der Geschichte gelernt. Insofern ganz viele Reaktionen für Unverständnis. Und ja, das könnte noch ein Nachspiel haben. In jedem Fall. Marie, das ist noch nicht vorbei. Dankeschön. Hajo Funke bei uns weiter im Studio. Wenn wir noch mal darauf schauen, was da passiert ist. Also von Nazis war da eben jetzt die Rede. Und da muss man auch ganz klar sagen, das sind jetzt nicht Übertreibungen aus dem Netz. Denn wenn wir auf Björn Höcke schauen, der darf ja tatsächlich Faschist genannt werden. Zumindest hat ein Gericht festgestellt, dass er sich dagegen nicht wehren darf. Ja, das Gericht in Meiningen in Thüringen. Ich war auch überrascht, aber das Gericht hat entschieden, dass man das sagen kann. Und es passt zu einem großen Teil zu seiner Ideologie. Er hat ein Buch geschrieben, das ein strategisches Buch ist, in dem er eine massenweise Remigration will, als ein, wenn nicht das zentrale Ziel, aller Kulturfremden, also nach Asien und Afrika. Und dass er das mit einer wohltemperierter Grausamkeit, wie er wörtlich sagt, durchsetzen will. Und das ist sadistisch und ein Gewaltprogramm. Das gehört nicht in eine Bundesrepublik, die mit dem Grundgesetz zu tun hat und davon ausgeht. Und das hinzunehmen durch taktisches Hin und Her geht gar nicht. Und das ist in den letzten Wochen schon, hat sich in diese Richtung entwickelt, vor allem durch das taktische Hin und Her von Moring. Das, also dem dortigen CDU-Chef. Und das ist nun entschieden abgewiesen worden von Paul Ziemiak, sehr überzeugend. Und ich weiß, dass er darin auch sehr überzeugt ist. Und ebenso Söder, der seit über einem Jahr sagt, die AfD ist unser Gegner. Sagt Hajo Funke, der Politikwissenschaftler. Vielen Dank bis zu diesem Moment. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder da und arbeiten natürlich die Wahl von Thomas Kemmerich zum FDP-Ministerpräsidenten von Thüringen weiter auf. Und gegen 17.30 Uhr erwarten wir dann auch eine Reaktion der Grünen. Da hat nämlich Bundesparteichef Habeck ein Statement angekündigt und er wird sich dann vor der Presse äußern in Berlin. Mit einer Eilmeldung aus der Türkei. Denn wir haben erfahren, dass es auf dem Istanbuler Flughafen ein Flugzeug gegeben hat, das laut Medienbericht nach der Landung bei starkem Regen schwer verunglückt ist. Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus sei von der Landebahn abgekommen, auseinandergebrochen und dann in Brand geraten, berichteten Medien. Ob es Opfer gab, war zunächst noch unklar. Wir bleiben natürlich an diesem Thema weiter dran und werden Sie dann bei Gelegenheit umfassend dazu informieren. Und jetzt kommen wir zum Top-Thema aus dem Inland, denn im Landtag von Thüringen, da hat es heute Mittag einen echten Tabubruch gegeben. Thomas Kemmerich von der FDP ist dort zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden, und zwar mit den Stimmen von CDU und AfD. Und das gab es bisher noch in keinem Bundesland in der Nachkriegsgeschichte. Damit löst Kemmerich Bodo Ramelow von der Linkspartei ab, der mit nur einer Stimme im dritten Wahlgang unterlag. Nach Verkündung des Wahlergebnisses herrschte zunächst Stille und dann Fassungslosigkeit. Für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen. Das ist eine Sensation, eine politische Eruption. Der Zählkandidat der FDP gewinnt mit den Stimmen von Union und AfD. Zum ersten Mal entscheidet die AfD mit. Über einen Ministerpräsidenten. Versteinerte Minen bei den Verlierern. Bodo Ramelow ist abserviert. Rot-Rot-Grün in Thüringen Geschichte. Thomas Kemmerich wird wenig später vereidigt. Der 5%-Mann ist damit der zweite FDP-Ministerpräsident der Geschichte. Dass die AfD so agiert hat, wie sie agiert hat, können Sie selber bewerten. Ich
Ich kann nur nochmals betonen, die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen. Was da heute passiert ist, ist eindeutig der Pakt mit dem Faschismus. FDP und CDU sind den sehenden Auges eingegangen. Ich würde sogar sagen bewusst. Wenn wir jetzt auch gerade erfahren, dass in 2 Stunden das Kabinett Kemmerich steht, dann wissen wir, dass es von langer Hand geplant ist und kein Zufall ist, was heute passiert ist. Von einem abgekarteten Spiel will die Union aber nichts wissen. Enthaltung hätte sich verboten. Aber Fakt ist, wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien. Wir sind auch nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien. Aber wir sind verantwortlich für unser eigenes Stimmverhalten. Nochmal zurück, was war passiert? Vor dem entscheidenden dritten Wahlgang Sitzungsunterbrechung. Die FDP schickt jetzt Thomas Kemmerich ins Rennen. Für diesen Fall hat die Union beschlossen, den FDP-Mann mitzuwählen. Für die AfD die Chance, zum Königsmacher zu werden. Sie lässt den eigenen Kandidaten hängen, setzt auf Kemmerich. Wir wollten Rot-Rot-Grün beenden. Wir wollten Bodo Ramelow in den unverdienten politischen Ruhestand schicken. Unter Bodo Ramelow ist Thüringen in einen Linksstaat deformiert worden. Vor Empörung wirft die Linke dem neuen Ministerpräsidenten die ursprünglich für Ramelow bestimmten Blumen vor die Füße. Der Wahlverlierer selber hatte die Bühne da schon verlassen und war vorerst nicht zu sprechen. Und überall aus Deutschland haben sich inzwischen Politiker geäußert. Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die hat sich vor wenigen Minuten uns gegenüber erstmals zu diesem Wahlausgang ihre Meinung gesagt. Wir sind entsetzt über diesen Dammbruch, dass ein Ministerpräsident mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP gemeinsam gewählt wird. Wir sind absolut der Meinung, das ist ein Dammbruch wirklich für die Demokratie. Und wir sehen jetzt ganz klar auch die Bundes-CDU mit ihrer Vorsitzenden, Frau Kramp-Karrenbauer, und die Bundes-FDP mit Herrn Christian Lindner in der Verantwortung. Die müssen jetzt wirklich hier eingreifen. Diese Wahl darf so nicht stehen bleiben. Ganz konkret, was muss Ihrer Meinung denn jetzt passieren nach dieser Geschichte? Wir werden sehen, welche verfassungsmäßigen Möglichkeiten in Thüringen bestehen, diese Wahl rückgängig zu machen. Wir müssen eben ein Misstrauensvotum suchen oder wir müssen Neuwahlen anordnen. Wie belastet all das jetzt natürlich auch die Große Koalition, in der man sich befindet in Berlin? Wir haben natürlich jetzt Fragen an den Koalitionspartner, die wir sehr zügig in einem Koalitionsausschuss klären werden. Ganz konkret, wie war Ihr erster Moment, als Sie mitbekommen haben, was dort passiert ist? Diese Minute oder diese Sekunde mal beschreiben, als Sie gesehen haben, was da gerade vor sich geht. Wie haben Sie das aufgenommen? Na, man hätte überrascht und entsetzt sein müssen, aber ehrlich gesagt war es ein abgekartetes Spiel. Es war eigentlich fast schon zu befürchten, wenn da nicht jetzt einzelne Stimmen gewesen wären für Herrn Ramelow, die ihn getragen hätten, was eben offenbar nicht möglich war. Dann war zu erwarten, dass es passiert, denn das war von vornherein so vereinbart. Und wir sind wirklich entsetzt darüber, dass die CDU und die FDP dort in Thüringen zu solchen Koalitionen, praktisch zu solchen Wählergemeinschaften bereit sind. Inwiefern ist das auch sowas wie eine Art von Tabubruch aktuell? Ja, das ist ein Dammbruch und wir dürfen nicht zulassen, dass der Bedeutung hat für andere, Bedeutung bekommt, auch für andere Bundesländer, geschweige denn für den Bund. Und deswegen müssen wir uns jetzt mit den demokratischen Parteien auch zusammensetzen. Was bedeutet das, was da passiert ist, auch für die SPD, wenn Sie das innerparteilich mal Revue passieren lassen, was da heute passiert ist? Die SPD steht ganz klar gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD. Das kommt für uns unter gar keinen Umständen in Frage. Deswegen bestehen wir auch voll hinter der SPD Thüringen, die gesagt hat, ihre Ministerinnen und Minister werden in dieser Region nicht verbleiben, auf keinen Fall. Und wir werden auch zu keiner Art von Zusammenarbeit jemals bereit sein. Wir stehen als traditionelles, auch wirklich in der Tradition eines Bollwerks gegen rechts und stehen da in der Verantwortung und werden uns auch entsprechend verhalten. Herzlichen Dank. Sagt Saskia Esken, eine von 2 Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten. Und jetzt erreicht uns die Einmeldung, dass auch von den Christdemokraten ein Statement da ist, nämlich von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie sagt, das Stimmverhalten der Thüringer CDU-Landtagsfraktion bei der Wahl eines Ministerpräsidenten der FDP sei falsch gewesen. Die Fraktion habe ausdrücklich gegen die Empfehlungen, Forderungen und Bitten der Bundespartei gehandelt, betonte die Parteivorsitzende in Straßburg. Sie sei der Auffassung, dass man darüber reden muss, ob neue Wahlen nicht der sauberste Weg aus dieser Situation sind. Wir reden jetzt erst noch mal mit unserem Kollegen Achim Unser, der aus Thüringen, aus dem Landtag in Erfurt zugeschaltet ist. Und Achim, wenn man jetzt auch eben noch mal die Worte von Annegret Kramp-Karrenbauer Revue passieren lässt, dann hat es doch zumindest innerhalb der CDU internen Absprachen gegeben. Das könnte ja auch bedeuten, oder das deutet zumindest darauf hin, dass es möglicherweise sehr wohl eben vor dieser Wahl, vor diesem dritten Wahlgang, irgendwelche Absprachen gegeben haben muss. Sonst könnte sich AKK ja nicht darauf beziehen.
Naja, Annegret Kramp-Karrenbauer bezieht sich auf die Absprachen zwischen der Bundes-CDU und der thüringischen CDU und sagt eben, man hatte das klar besprochen, dass das nicht der Wunsch der Bundes-CDU ist, dass man hier sozusagen zusammen mit der AfD vor allem einen Ministerpräsidenten wählt. Und Mike Moring hat das aber weit von sich gewiesen, der CDU-Chef hier in Thüringen. Der hat gesagt, er konnte ja nichts dafür, also ich zitiere ihn jetzt, er konnte ja nichts wissen, wie die AfD wählt, er kann ja nichts dafür, was eine andere Partei wählt. Er habe sich ganz klar am Vorabend mit zusammen ungefähr 50 Mann seien sie gewesen von der CDU zusammengesetzt mit dem Ex-Ministerpräsidenten von Thüringen, Bernhard Vogel, eine Institution hier in Thüringen bei der CDU, und auch mit Dieter Althaus, dem ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten, und habe diesen klar gesagt, dass die CDU Bodo Ramelow nicht wählen werde, was er nicht wissen würde, dass sie sich vielleicht enthalten würden. Aber nein, er hätte auch dort klar gesagt, man würde einen bürgerlichen Kandidaten aus der Mitte wählen. Und das ist natürlich Thomas Kemmerich, weil der war da auch schon im Gespräch. Insofern war das dann anscheinend doch ein bisschen zumindest mit den Altvorderen der CDU in Thüringen abgesprochen, die sich aber im Vorfeld eigentlich immer gegen solch eine Variante entschieden haben. Also da sind doch einige Fragen offen. Thomas Kemmerich, der hat da sich auch noch zu Wort gemeldet heute natürlich und hat erklären versucht, warum er sich eigentlich als Kandidat gemeldet hat. Hören wir uns das mal an. Ich habe mich einer geheimen Abstimmung im Thüringer Landtag gestellt. Das ist das gute Recht eines Demokraten. Ich habe die Kandidatur unternommen, nachdem feststand, dass ein Kandidat der Linken und ein Kandidat der Rechten ausschließlich den Thüringer Bürgern als Wahlangebot zur Verfügung standen. Und wir haben die letzten Tage immer wieder gesagt, die demokratische Mitte muss hier Flagge zeigen. Das haben wir getan. Ja, Thomas Kemmerich nennt also Bodo Ramelow einen Vertreter des linken Randes, was sehen viele Thüringer Bürger irgendwie anders, weil seine Beliebtheit ist enorm hoch hier als Ministerpräsident in Thüringen. Die liegt bei 71% bei den Thüringern und kurioserweise bei 74% bei den Thüringer CDU-Wählern. Also da ist er sogar noch beliebter. Aber nichtsdestotrotz hat Thomas Kemmerich sich dafür entschieden, das zu tun, was er heute getan hat. Und er war eben doch nicht so richtig ein Zählkandidat, weil eben er schon im Vorfeld auch den SPD-Ministern angeboten hat, naja, wenn ich Ministerpräsident werde, dann könnt ihr SPD-Minister bleiben. Ich habe gar nichts gegen euch. Also er hat schon in diese Richtung, sage ich mal, argumentiert, um irgendwie dann doch noch irgendwie die ein oder andere Stimme zu sich zu holen, hat sich sozusagen mehr versprochen und war dann trotzdem sehr überrascht, dass es nach dieser Wahl, als er eben hier das erste Mal gesprochen hat im Parlament, enorm, sage ich mal, negative Auswirkungen bzw. negative Rufe ihm gegenüber gab. Er sagt selbst, das hat ihn getroffen, dass er da als Scharlatan benannt wurde aus den Reihen der Linken und der SPD. Hören wir uns diesen O-Ton von ihm auch nochmal an. Die ersten Eindrücke nach meiner Wahl, spontane Demonstrationen, Tiraden in den sozialen Medien, Drohanrufe machen mich bestürzt. Und ich hoffe, dass die überwiegende Zahl der Thüringer das genauso wie wir Freie Demokraten, wie ich persönlich ablehne. Ja, und gerade eben hat hier auch eine spontane Demo geendet, hier vor dem Landtag von rund 300-400 Leuten, die auch sich gegen Kemmerich gewendet hat und für Bodo Ramelow. Da gibt es ja auch ein Gerücht, dass er bereits von Kemmerich kurz nach dessen Wahl die Aufforderung bekommen hat, bis 18 Uhr die Staatskanzlei zu verlassen. Also bestätigen konnten wir dieses Gerücht noch nicht, aber das machte hier die Runde, und dass das natürlich auch in Reihen der SPD und der Linken als unverschämt empfunden wurde. Also soweit hier im Landtag geht es drunter und drüber in gewisser Weise. Achim, für den Augenblick erstmal vielen Dank. Und nochmal zurück zu unserer Eilmeldung, die wir vorhin für Sie hatten, dem Absturz einer Passagiermaschine in Istanbul. Wie durch ein Wunder hat es dort keine Toten gegeben. Das berichtet die türkische Zeitung Hürriyet unter Berufung auf den türkischen Verkehrsminister. Unklarheit besteht aber, ob es Verletzte beim missglückten Startversuch gegeben hat. Ein Flugzeug der türkischen Airline Pegasus war beim Start über die Rollbahn hinausgerutscht und dann in zwei Teile zerbrochen.
damit kommen wir wieder zurück zum großen politischen Thema des Tages, der Wahl von Thomas Kemmerich, einem FDP-Kandidaten im Thüringischen Landtag mit Stimmen der AfD augenscheinlich. Es ist ein großer politischer Tabubruch, sagen viele. Es ist auch einiges los in der thüringischen Landeshauptstadt. Die Stimmung ist aufgewühlt. Spontan haben sich da Demonstranten vor dem Landtag in Erfurt versammelt. Sie protestieren gegen die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens mit Trillerpfeifen. Und auch auf Plakaten äußerten sie ihre Sorgen vor einem weiteren Erstarken der extremen Rechten in Thüringen. Und wir haben ein paar Stimmen von dort mal zusammengeschnitten für Sie. Ja, wie soll ich es finden? Wie es jeder hier findet, Schweinerei. Also als Sie es gehört haben, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Nein, kann nicht wahr sein. Die laufen nicht mehr rund. Ja. Also die haben wir mit dem Schuss nicht mehr gehört. Abgekapertes Spiel. Also viele Menschen fühlen sich veräppelt, weil sie gewählt hatten, weil sie jetzt die demokratischen Grundrechte mit Füßen getreten sehen und sagen, wir gehen nie wieder zur Wahl. Viele arbeitslose Menschen sind zu uns gekommen und haben gesagt, sowas darf doch wohl nicht wahr sein. Eine Partei, die mit Ach und Krach in den Landtag gekommen ist, hat sich mit den Stimmen der rechten Seite hier einen Posten ergaunert. Und ich denke, die Wut und die Hilflosigkeit im Bauch der Menschen, die wird noch zunehmen, wenn das gesagt ist. Es ist unfassbar, was hier passiert ist. Auch hier schreibt Thüringen wieder Geschichte, aber in einem negativen Aspekt. Das war Kacke, das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das war ein abgekartetes Spiel. Das ist keine Demokratie. Da brauchen wir nicht mal wählen gehen. Finde ich. Ich bin sehr schockiert, vor allem war ich sehr traurig, als ich das im Livestream gesehen habe. Thüringen hat definitiv keinen FDP-Ministerpräsidenten gewählt. Thüringen hat eigentlich Bodo gewählt und auch gewollt. Und es ist sehr schade, dass es nicht so gekommen ist und allerhand natürlich und wirklich furchtbar, dass es dann durch die Stimmen der AfD so weit gekommen ist. Und das ist einfach nur schockierend. Ich bin froh, dass ich jetzt diese Worte gefunden habe, weil bisher haben mir die Worte gefehlt. Und ja. Unverständnis also auf den Straßen von Erfurt bei uns im Studio. Mariebsche Biller, die den ganzen Nachmittag auch das Netz durchforstet hat. Wie sind denn da die Reaktionen ausgefallen? Ja, auch wirklich überrascht bis wütend. Also es gibt natürlich auch Verständnis, klar, aber auch im politischen Berlin muss man auch sagen, das Beben, das ist wirklich im Gange. Ich habe hier auch nochmal die CSU mitgebracht, die zitieren auch nochmal aus dem Statement von Markus Söder und er hat auch sich folgendermaßen geäußert, die beste und ehrlichste Antwort wären Neuwahlen. Also das ist eben wirklich der Zweifel an diesen Prozessen hier, an dieser demokratischen Wahl, die es dort im Erfurter Landtag gegeben hat. Auch aus der SPD gibt es sehr viel Kritik, also ich habe beispielsweise hier Olaf Scholz mal mitgebracht, den Vizekanzler. Er hat auch einen sehr langen Tweet abgesetzt, nämlich die Geschehnisse in Thüringen sind ein Tabubruch in der Geschichte der politischen Demokratie in der Bundesrepublik. Das hat Auswirkungen weit über Thüringen hinaus. Es stellen sich für uns sehr ernsthafte Fragen an die Spitze der Bundes-CDU. Nun hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer mittlerweile auch geäußert, hat gesagt, das war nicht abgesprochen eben mit der Bundesebene. Aber klar, diese Diskussion ist natürlich riesig, vor allem bei den Parteien, die jetzt mit an dieser Wahl beteiligt gewesen sind. So gucken wir auch noch mal vielleicht zur FDP, denn Christian Lindner hat sich zwar schon geäußert, aber eben auch aus dem Bundesvorstand der Partei einmal diese Stimme, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie sieht das deutlich kritischer als Christian Lindner, so von wegen, man könne ja nichts dafür, wer einen dann wählt. Sie sieht es nämlich so, ich schätze Thomas Kemmerich persönlich, ich verstehe seinen Wunsch, Ministerpräsident zu werden, sich aber von jemandem wie Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel und unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale. Und genau diese... Marie, wir müssen gerade hier rausgehen, denn Kevin Kühnert, der Juso-Chef, der äußert sich auch gerade zum Wahlergebnis in Thüringen. Da wollen wir reinhören. Es ist uns wichtig, am heutigen Tag vor das Konrad-Adenauer-Haus zu gehen. Der 5. Februar 2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen als der Tag, an dem der Faschist Björn Höcke entscheiden konnte, wer ein deutsches Bundesland regiert. Ermächtigt dazu wurde er nicht durch eine absolute Mehrheit seiner Partei, sondern durch die örtlichen Vertreterinnen und Vertreter von CDU und FDP, die durch das Ausschlagen jedes Angebotes von Rot-Rot-Grün und das Eingehen eines offensichtlichen Paktes mit der AfD zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten diese Tür aufgestoßen haben. Was dort am heutigen Tag passiert ist, ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein Tabubruch sondersgleichen. Und er ist zu verantworten durch die Vertreterinnen und Vertreter von CDU und AfD und FDP vor Ort.
Es besteht aber auch eine Verantwortung der Vertreterinnen und Vertreter der Bundesparteien, von FDP und CDU insbesondere. Von diesen Parteien haben wir in den letzten Monaten viele warme Worte zur Verteidigung unserer Demokratie gehört, aber offensichtlich sind CDU und FDP in sich gespalten in der Frage, wie mit Faschisten in unserer Gesellschaft umzugehen ist. Annegret Kramp-Karrenbauer und Christian Lindner haben offensichtlich keine Möglichkeit gehabt, ernsthaften Einfluss auf ihre Thüringer Vertreter zu nehmen, um die Ereignisse des heutigen Tages zu verhindern. Für die SPD verbindet sich mit dieser Situation jetzt eine konkrete Erwartung. Was heute passiert ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber es muss rückgängig gemacht werden. Dafür bietet die Thüringer Landesverfassung verschiedene Möglichkeiten. Die demokratischen Parteien vor Ort werden und müssen darüber jetzt miteinander beraten. Wir erwarten insbesondere von unserem Koalitionspartner jegliches Engagement, um jetzt nicht nur die Situation zu beklagen, sondern alles dafür zu tun, dass Herr Kemmerich nicht Ministerpräsident bleibt und diese Situation in Thüringen bereinigt werden kann. Darüber wird es Gespräche im Koalitionsausschuss sehr zeitnah geben. Und wie es dann weitergeht, ist offen. Das werden wir am Sonntag in den Gremien der SPD im Parteivorstand miteinander zu beraten haben. Was ist denn die Auswirkung für die Große Koalition? Insbesondere die CDU hat mit dem heutigen Tag letztmalig die Möglichkeit, den bisher bestehenden Konsens der demokratischen Parteien in Deutschland darüber, dass man mit Faschisten nicht paktiert, wiederherzustellen. An dieser Geste, an diesem Weg entscheidet sich jetzt, wie es weitergeht. Der Ball liegt jetzt bei der CDU und er wird dort nicht so lange liegen können. Die CDU muss jetzt schnell reagieren. Über alles Weitere beraten wir dann am Sonntag im Parteivorstand. Ja, ich glaube den einzelnen Vertretern der Bundes-CDU, dass die Äußerungen, die sie tätigen, ernst gemeint sind. Aber es bleibt ja dabei, dass die Chefin der CDU und der Generalsekretär der CDU offensichtlich bei den eigenen Leuten in Thüringen kein Gehör finden. Und übrigens auch darüber hinaus. Der CDU-Landesvorsitzende in Brandenburg hat genauso wie hohe Vertreter der CDU in Berlin heute gratuliert und das als einen hochdemokratischen Akt dargestellt. Offensichtlich ist die CDU gespalten in dieser Frage. Und warme Worte haben wir genug gehört in den letzten Monaten. Die Handlungsfähigkeit von Parteivorsitzenden entscheidet sich in Situationen, wie wir sie am heutigen Tag erleben. Ich möchte keine weiteren Pressestatements von da drüben hören, sondern ich möchte, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Einfluss geltend macht, das zu stoppen, was heute in Thüringen ins Rutschen geraten ist. Ist eine weitere Zusammenarbeit mit der Union auf Bundesebene überhaupt noch möglich, wenn es nicht zu Neuwahlen käme? Das wäre die Situation so viel. Sehen Sie es mir nach. Ich mache am heutigen Tag keine Spekulationen darüber, was wäre, wenn, sondern die CDU nochmal hat jetzt die Möglichkeit, einen riesigen Fehler zu korrigieren und einen Konsens in ihren eigenen Reihen wiederherzustellen. Die Situation ist zu ernst, um da jetzt ein parteitaktisches Spiel draus zu machen. Hier steht gerade mehr auf dem Spiel als irgendeine Koalition, sondern hier steht wirklich auf dem Spiel, ob die Schleuse nach ganz rechts außen in Deutschland etwas über 70 Jahre nach Ende des Faschismus wieder aufgemacht wird. Das ist die Frage, die sich am heutigen Tag stellt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vizechef Kevin Kühnert, der SPD-Vizechef und Bundesvorsitzender der Jusos, hat sich geäußert mit sehr deutlichen Worten zu diesem politischen Beben, das sich in Erfurt ereignet hat im Thüringischen Landtag. Und da setzen wir noch einmal an, da setzen wir noch einmal fort mit Mariebsche Biller bei uns im Studio. Welche Reaktion hast du im Netz gefunden auf diese Entwicklung? Ja, das war sehr deutlich. Und er hat ja interessanterweise auch tatsächlich noch mal die Spaltung innerhalb der CDU aufgegriffen. Und die kann ich Ihnen jetzt auch noch mal zeigen, denn das sieht man wirklich sehr deutlich, eben auch bei den ersten Reaktionen bei Twitter. Michael Kretschmer zum Beispiel, Minister Präsident von Sachsen, CDU-Mann. Er schreibt, das ist kein guter Tag für Thüringen. Also geht er auch ein bisschen in die Linie von Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU in Thüringen hat nicht akzeptiert, dass sie die Wahl verloren hat und es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben kann. Er kritisiert hier allerdings auch nochmal, dass Bodo Ramelow sich überhaupt zur Wahl gestellt hat, ohne tatsächlich eine Mehrheit zu haben. Und dann gucken wir nochmal auf die Gegenposition innerhalb der CDU. Und da sehen wir hier zum Beispiel Christian Hirte, das ist der Ostbeauftragte übrigens auch der Bundesregierung, ebenfalls CDU-Politiker. Er gratuliert also Herrn Kemmerich zu dieser Wahl. Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer Rot-Rot-Grün abgewählt haben. Viel Erfolg für diese schwierige Aufgabe zum Wohle des Freistaates. Ja, und darunter findet man eben sehr viele kritische Reaktionen, sehr viel Unverständnis auch.
Eben entsprechend. Und Gratulationen gab es natürlich auch von der AfD ganz reichlich. Alice Weidel hat auch mehrere Tweets dazu abgesetzt. Eben unter anderem auch hier die linke Ausgrenzungsstrategie, schreibt sie, gegen die AfD ist in Thüringen krachend gescheitert. Gratulation an Thomas L. Kemmerich und die AfD-Landtagsfraktion. Und ein ganz anderes Bild, eben alles andere als Gratulation, das sieht man wirklich mittlerweile auf den Straßen. Das sieht man nicht nur in Erfurt, das sieht man auch wie hier, also vor der FDP-Zentrale in Berlin. Diverse Demonstranten, und das wird übrigens auch noch weitergehen, denn auch die SPD Berlin zum Beispiel ruft auf zur Demonstration. Heute Abend nämlich auch 18 Uhr vor die FDP-Zentrale und dann eben auch nochmal gleich direkt 17 Uhr bereits vor der CDU-Zentrale. Also das wird auf jeden Fall noch weitergehen, das wird heute mehrere Demonstrationen geben und morgen sollen eben auch welche angekündigt sein. Und dementsprechend, wie wir das kennen eigentlich aus dem Netz, alles, was auch sehr bitter für viele erstmal rüberkommt, wird entsprechend dann auch nochmal ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Zum Beispiel dieses bearbeitete, ich betone das nochmal hier, bearbeitete Wahlplakat der FDP kursiert aktuell im Netz. Lieber mit Nazis regieren als gar nicht. Das ist natürlich sehr, sehr böse und eben auch sehr überspitzt. Dennoch ist man ja nicht in einer Koalition auch mit der AfD und das wird auch nicht passieren. Das haben zumindest alle heute nochmal sehr, sehr stark auch betont in ihren Statements dazu. Und natürlich auch der Kandidat Kemmerich wird hier nochmal auch besonders in den Fokus genommen. Der neue Ministerpräsident von Thüringen eben auch nochmal mit diesem entsprechenden Plakat aus dem Wahlkampf. Endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat. Tja, und dieses Plakat, das finden jetzt also viele nicht mehr ganz so passend. Keine Pointe, schreibt der Nutzer nur darüber, zu den Geschehnissen, die wir heute eben gesehen haben. Diese absolut überraschende Wahl von ihm zum Ministerpräsidenten. Marie, vielen Dank für diesen Überblick. Und liebe Zuschauer, wir schauen noch mal nach Istanbul. Sie haben es schon gehört, dort hat es ein Flugzeugunglück gegeben. Eine Maschine ist beim Landeanflug über die Landebahn, über die Rollbahn hinausgeschlittert und ist dann in drei Teile zerbrochen. Es soll zwischendurch auch gebrannt haben. Das können wir hier auf den Bildern jetzt nicht sehen. Aber die gute Nachricht, es gab keine Toten. Verletzte, die hat es wohl schon gegeben. Man konnte die Passagiere nach draußen holen, indem sie über die Tragflächen geklettert sind. Das war mit Sicherheit eine sehr glückliche Fügung, dass das dann doch so schnell möglich war, wenn man allein bedenkt, dass das Flugzeug zerbrochen ist, eben beim Versuch zu landen auf diesem Istanbuler Flughafen. Man hat den Airport auch kurzzeitig geschlossen, hat viele Flüge umgeleitet zum neuen Istanbuler Flughafen. Also das war auch eine Maßnahme, die man dann noch getroffen hat. Wir sehen die Einsatzkräfte, die hier nach wie vor am Flieger sind. Aber nochmal sei wiederholt, das Flugzeug ist auseinandergebrochen bei der Landung. Aber es gibt aktuellen Medienberichten zufolge keine Toten bei diesem Vorfall. So, wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder mit frischen Nachrichten für Sie da. Bis gleich. Hier sind die Nachrichten bei Welt. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei uns. Es war ein politisches Beben, das sich da in Erfurt ereignet hat, im thüringischen Landtag. Und es gibt ein Statement dazu, jetzt vom Bundeschef der Grünen, von Robert Habeck hier in Berlin. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, heute ist in Thüringen Herr Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsident gewählt worden. Damit ist die Brandmauer zur AfD eingerissen worden. Und zwar nicht aus Versehen, sondern wissentlich. Es gab vorher warnende Stimmen. Noch vor dem dritten Wahlgang wurde gewarnt, dass jetzt die AfD ihre Stimme ändern würde und Herrn Kemmerich wählen würde. Und so ist es dann auch gekommen. Das ist ein bewusst eingegangener Pakt mit Rechtsextremen. Und damit ist das, was zumindest die CDU beschlossen hat, nämlich die Ausschließlichkeit der Zusammenarbeit mit der AfD, null und nichtig. Wenn die Wahl eines Ministerpräsidenten nicht eine Zusammenarbeit mit der AfD ist, dann was? Das heißt also, wir haben zum ersten Mal in Deutschland eine Situation, wo sich demokratische Parteien mit den Stimmen der AfD Macht und Machtzugang verschafft haben. Das ist nicht tragbar, zumal wir es mit der AfD in Thüringen zu tun haben, mit einem Faschisten als Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden. Und diese Situation muss sofort bereinigt werden. Zur Bereinigung gibt es drei Möglichkeiten. Herr Kemmerich kann wieder zurücktreten. Das sollte er schnell tun. Wenn das nicht der Fall ist, wäre die Möglichkeit, den Landtag aufzulösen und neu zu wählen. Das ist mit Zweidrittelmehrheit möglich. Die Grünen stehen dafür bereit. Frau Kamm-Karrenbauer hat es angeboten und angesprochen.
Die entscheidende Frage wird sein, ob Ihr Landesverband ihr folgt an dieser Stelle, nachdem er ihr schon einmal nach ihrem eigenen Bekunden nicht gefolgt ist. Die dritte Möglichkeit ist dann, dass die CDU und die FDP jeweils ihren Landesverband Thüringen aus der Parteienfamilie ausschließt. Denn wenn der Beschluss, keine Kooperation mit Faschisten und Rechtsradikalen, sprich mit der AfD, irgendeinen Wert haben muss oder soll, dann ist das die nächste logische Konsequenz. Diese Situation muss bereinigt werden, die eingerissene Brandmauer muss wieder aufgerichtet werden. Soweit von meiner Seite, ich freue mich auf Nachfragen. Wenn es keine gibt, bin ich fein. Dankeschön. Also soll ich hier noch weiter stehen bleiben? Es gibt doch noch Nachfragen. Es gibt noch Nachfragen. Wir gehen noch mal zurück. Können Sie sich da trotzdem irgendwie erweichen? Gut, wenn ich in einer zweiten Runde kommentieren soll, was ich bisher gehört habe. Herr Lindner hat gesagt, es läge jetzt an Grünen und SPD, die Regierung zu unterstützen. Das ist ein sinnloser Appell, weil Grüne und SPD mit FDP und CDU zusammen keine Mehrheit haben. Außerdem können Grüne keinen von der AfD gewählten Ministerpräsidenten unterstützen. Es wird keine Zusammenarbeit mit einem Ministerpräsidenten geben, der durch die AfD und durch die Thüringer AfD, durch Faschisten ins Amt gekommen ist. Frau Kamm-Karrenbauer hat, wie ich finde, deutlicher als andere CDU-Politiker und deutlicher als die vorgetäuschte Naivität, die ich aus Seiten der FDP vernommen habe, klar gesagt, dass der Landesverband ihr nicht gefolgt ist, den Wünschen und den Beschlüssen der CDU nicht gefolgt ist. Das finde ich gereicht Frau Kamm-Karrenbauer zur Ehre, dass sie das so deutlich ausspricht. Aber natürlich ist jetzt der nächste Schritt, dann diese Konsequenz auch einzufordern und umzusetzen. Entweder indem es eine Neuwahl gibt und die CDU, wie von der Bundesvorsitzenden gefordert, in Thüringen den Weg für eine Neuwahl freimacht, also diesmal ihr gehorcht, oder eben in der Konsequenz den Landesverband Thüringen und alle, die mit der AfD kooperieren wollen, aus der CDU auszuschließen. Eine Überraschung kann da nicht der Fall gewesen sein, weil davor darüber gesprochen wurde. Wir hatten vor 2 Tagen hier Pressekonferenz. Auf meiner Rede auf dem Bundesparteitag habe ich es angesprochen. Andere Stimmen waren da. Die linke Parteivorsitzende hat noch vor dem 3. Wahlgang gewarnt, dass genau das jetzt passieren würde. Wer da überrascht ist, ist naiv oder erzählt nicht die Wahrheit. Herr Schulte. Könnte jetzt der Grünen-Fraktion Angebote machen? Schließen Sie aus, dass es da eine Kooperation gibt im Parlament? Ja, wir schließen aus, mit Herrn Kemmerich, der mit den Stimmen der AfD gewählt wurde, zusammenzuarbeiten. So haben es die Kollegen in Thüringen getan. Die Brandmauer, die eingerissen wurde, eine Brandmauer zu einer Partei, zu einer Parteiströmung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, der Flügel, dem Björn Höcke vorsteht, kann nicht möglich sein. Wer sich mit den Stimmen von Höcke und seinen Leuten wählt, kann in keinster Weise Partner für die Grünen für irgendeine Zusammenarbeit sein. Wenn ich darf, noch eine Frage, was heißen denn solche, es ist ja jetzt noch keine Kooperation, also man weiß ja nicht, wie sich das da auswendet in Thüringen, aber was heißen denn solche Versuche von CDU und FDP, in Richtung AfD zu blinken für eine schwarz-grüne Koalition im Bund? Doch, es ist eine Kooperation. Es ist eine bewusst herbeigeführte Situation, die zur Wahl eines Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD führt. Es ist kein Zufall, es ist kein Ausversehen. Es ist so gewollt und geplant oder zumindest zugelassen worden. Dazwischen ist eine Grauzone, die ich auch nicht aufleuchten kann, aber genau das nenne ich Kooperation. Und deswegen müssen genau für diesen Fall die Unvereinbarkeitsbeschlüsse gelten. Ich meine, stellen Sie sich vor, das wiederholt sich auf der Bundesebene. Die gleiche oder eine ähnliche Situation, es gäbe eine Mehrheit für CDU und FDP mit den Stimmen der AfD, ist nach der Bundestagswahl da. Was dann? Was sind diese Worte wert, wenn die jetzt nicht mit Taten untermauert werden? Also die Situation ist wirklich eine dramatische, eine, die die Republik verändern kann. Und damit das nicht passiert, damit wir nicht mit dem Ruch leben müssen, die Union oder die FDP kooperieren oder lassen sich von der AfD wählen, muss jetzt an dieser Stelle sofort Klarheit geschaffen werden. Rücktritt von Herrn Kemmerich. Entweder Neuwahlen oder Ausschluss der Landesverbände aus den Parteifamilien. Und wenn die Union in Ländern mit der AfD kooperiert, heißt das dann das Ende von Schwarz-Grün im Bund?
Sehen Sie, es gibt einen Unterschied, ob man eine Mehrheit hat, einen Antrag einbringt und die AfD mitstimmt. Dagegen kann man sich nicht wehren. Das ist mir auch in Schleswig-Holstein schon passiert. Oder eine Mehrheit herstellt, die man sonst nicht hätte durch Kooperation mit der AfD. Und der Ball liegt bei der CDU. Sie muss klarstellen, was jetzt Phase ist, und die, bei der FDP, die ebenfalls klarstellen muss, was Phase ist. Wenn sie das nicht tut, wird sie mit dem Vorwurf leben müssen, die Kooperation mit der AfD eingehen zu können oder zu wollen. Und ich glaube, dass Frau Kamm-Karrenbauer den Ernst der Lage erkannt hat. Und entsprechend erwarte ich, dass jetzt die Konsequenzen gezogen werden. Drei habe ich ja hier vorgestellt. Soweit also Grünen-Chef Robert Habeck, der hier nochmal ziemlich deutliche Mahnungen eben vor allen Dingen an die CDU eben auch gerichtet hat. Achim Unser ist weiter von uns aus Erfurt zugeschaltet, dort, wo das politische Erdbeben heute stattgefunden hat. Da ist ein FDP-Mann zum Ministerpräsident gewählt worden mit den Stimmen der AfD. Jetzt haben wir gerade eben Herrn Habeck eben von den Grünen gehört, der dann eben sagt, also entweder, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder es müssen Neuwahlen her oder die gesamte thüringische CDU, der Landesverband also, müsste aus der Bundes-CDU ausgeschlossen werden. Das ist schon ganz schön harter Tobak. Ja, also beides kann ich mir eigentlich momentan nicht so richtig vorstellen. Wir müssen uns das mal hier von der Landesebene aus auch anschauen. Erstens ist es immer so, dass die Bundespartei nach Wahlen sagt, sie redet einer Landespartei, einem Landesverband nicht rein in seine Art der von Koalitionsgesprächen etc. Das hat jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich schon angedeutet, dass sie gesagt hat, sie hat die Bundes-CDU hatte der Landes-CDU empfohlen, diesen Schritt nicht zu gehen, nicht zusammen mit der AfD zu wählen. Robert Habeck und vorhin auch vor ihm auch Kevin Kühner, das SPD-Präsidiumsmitglied, die haben ja beide gesagt, der Landeschef hier, der wäre dann völlig verbrannt, weil er dann wieder zurückgepfiffen worden wäre, und er weiß genau, dass dann seine Landes-CDU bei diesen Wahlen, die da anstehen, ein noch schlechteres Ergebnis einfahren würden, weil sie eben unglaubwürdig sind. Also eigentlich wäre das das politische Aus für Mike Moring. Er kann jetzt, soll sich hier jetzt doch hier im Landtag nochmal die thüringische CDU treffen, der Landesverband der CDU, und soll Gespräche führen, und dann wird man natürlich auch schon das besprechen, was Annegret Kramp-Karrenbauer so relativ unverblümt da gesagt hat, und wird das bewerten und wird dann selbst sehen, oh Gott, was ist da eigentlich passiert? Kann man hoffen, dass sie sagen, oh Gott, oder vielleicht sagen sie auch, ja, so wollten wir es genau. Das wäre natürlich, sage ich mal, ein bisschen der schlimmere Fall. Das würde dann doch alles in Richtung Absprache gehen. Naja, jedenfalls, das ist der erste Schritt. Und Thomas Kemmerich, der kann jetzt eigentlich erstmal nur Gespräche führen. Er hat sie ja angeboten, Koalitionsgespräche der CDU. Die hat schon gesagt, wir sind bereit zu Gesprächen. Bei der SPD, das habe ich vorhin gehört am Rande, hat schon ein Sprecher aus der SPD-Landesspitze gesagt, never ever werden wir mit diesem Mitglied des Landtages, also dem Landtagsabgeordneten, der jetzt Ministerpräsident ist, werden mit dem irgendwie eine Koalition gehen. Das hat auch schon Saskia Esken gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Bei den Landesgrünen wird es ähnlich sein, das hat Robert Habeck gerade eben angedeutet, dass es keine Koalition geben wird. Also bleibt Thomas Kemmerich sowieso nur eine Zwei-Parteien-Koalition mit der CDU. Das wären dann die 21 Abgeordneten der CDU und die 5 Abgeordneten der FDP. Insgesamt 26 Abgeordnete. Das wäre wirklich eine kleine Minderheitsregierung, weil diese rot-rot-grüne Minderheitsregierung von Bodo Ramelow, die heute eigentlich zum Erfolg geführt werden sollte, die hatte immerhin 42 Sitze hier in diesem 90-Sitze-Landtag, und 26, dass man damit eine Regierung führen kann, kann man sich eigentlich auch kaum vorstellen. Reichlich politische Bewegungen, Überraschungen und Entwicklungen. Herzlichen Dank, Achim Unser, in den thüringischen Landtag nach Erfurt. Und wir schauen gleich noch mal weiter nach Istanbul. Auf dem Flughafen dort, auf dem Flughafen Sabiha Gökçen, da ist nämlich ein Flugzeug verunglückt, eine Bruchlandung. Aber offenbar ist das Ganze glimpflich ausgegangen. Von den 177 Passagieren und 6 Besatzungsmitgliedern an Bord kam glücklicherweise niemand ums Leben. Das lag wohl auch daran, dass man recht zügig die Passagiere über die Tragflächen nach draußen bringen konnte. Es wurden dabei allerdings auch einige Fluggäste verletzt, wie der türkische Verkehrsminister Cahit Turhan mitgeteilt hat. Und die Maschine selbst, die kam aus Izmir, von Pegasus Airlines war sie eingesetzt. Und sie rutschte eben, wie du schon gesagt hast, Alexander, beim Anflug von der Landebahn und zerbrach dabei in 3 Teile. Dieser alte Flughafen von Istanbul, der wurde jetzt mittlerweile gesperrt, eben wegen den Rettungs- und Bergungsarbeiten. Und die noch ankommenden Flüge,
Die werden alle auf den neuen Flughafen Istanbul umgeleitet. Wir sehen ja auch immer noch Einsatzkräfte, die an der Maschine sind. Wir sehen die Trümmer. Wir sehen, dass dort noch sehr, sehr viel gesucht werden muss. Sicherlich wird man auch den Flugschreiber noch suchen. Den braucht man natürlich auch, um dieses Unglück zu rekonstruieren, um es auszuwerten, um ein Ergebnis dann eben auch zu haben, was die Unglücksursache angeht. Also die Untersuchungen, die gehen natürlich noch weiter unvermindert auf dem Flughafen in Istanbul. Das Flugzeug zerbrach, wie gesagt, in drei Teile nach der Landung zunächst. Es waren am Anfang zwei Teile und es ist wahrscheinlich auch drei Teile gewesen. Also da fragt man sich natürlich, wie es dazu kommen kann. Aber wie gesagt, es gab keine Toten, sondern lediglich Verletzte. Und das sind Live-Bilder, die Sie hier aus der Türkei sehen. Und man sieht eben daran, die Bergungsarbeiten oder die Rettungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, denn es sind noch Passagiere in der Maschine eingeschlossen, eingeklemmt offenbar, die jetzt befreit werden müssen. Aber man hat eben Kontakt zu diesen Menschen. Man weiß, dass sie noch leben. Und hier ist eben auch kein Feuer zu sehen. Das heißt, diese Menschen sind momentan dann wohl nicht so schwer lebensbedrohlich oder unter Lebensgefahr stehend. Man hat also da noch gute Chancen, dass man die eben auch herausbekommt. Ob es äußere Einflüsse waren, wie zum Beispiel Wetterkapriolen oder ähnliches, kann man jetzt aktuell noch nicht sagen zu diesen Bildern. Das sieht recht ruhig aus. Man kann natürlich auch technisches Versagen nicht ausschließen, vielleicht auch menschliches Versagen, ein Problem im Cockpit oder ähnliches. Da wird man sicherlich auch noch weitere Informationen heute herausgeben von Seiten der türkischen Behörden, ob es da einen Funkverkehr gegeben hat zwischen dem Flugzeug und dem Tower am Flughafen in Istanbul. Also da laufen jetzt alle Ermittlungen natürlich auf Hochtouren. Aber wir sehen, es geht jetzt vor allem natürlich daran, die Maschine weiter zu untersuchen. Es ist ja auch schon dunkel natürlich in Istanbul. Da sind viele Einsatzkräfte jetzt auch mit Taschenlampen, die sich wirklich jeden Zentimeter dieser verunglückten Maschine ganz genau anschauen. Und von Istanbul gehen wir nochmal zurück nach Deutschland, schauen nochmal. Ja. Ganz genau darauf haben wir gewartet. Und wir schauen jetzt noch mal nach Erfurt, denn im Landtag von Thüringen, da hat es heute Mittag einen Tabubruch gegeben. Eine Brandmauer ist eingerissen worden, haben wir heute schon mehrfach gehört. Denn Thomas Kemmerich von der FDP ist zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden, eben mit den Stimmen von der CDU. Das ist nicht so schlimm, aber es gab eben auch Stimmen von der AfD. Und das gab es bisher noch in keinem Bundesland. Kemmerich ist damit neuer Ministerpräsident des Freistaates Thüringen und er löst also Bode Ramelow von der Linkspartei ab. Der hatte übrigens nur eine Stimme weniger im dritten Wahlgang. Und nach der Verkündung des Wahlergebnisses herrschte zunächst Stille im Erfurter Landtag und danach dann Fassungslosigkeit. Für Abgeordneten Bode Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen. Das ist eine Sensation, eine politische Eruption. Der Zählkandidat der FDP gewinnt mit den Stimmen von Union und AfD. Zum ersten Mal entscheidet die AfD mit über einen Ministerpräsidenten. Versteinerte Minen bei den Verlierern. Bodo Ramelow ist abserviert, rot-rot-grün in Thüringen Geschichte. Thomas Kemmerich wird wenig später vereidigt. Der 5%-Mann ist damit der zweite FDP-Ministerpräsident der Geschichte. Dass die AfD so agiert hat, wie sie agiert hat, können Sie selber bewerten. Ich kann nur nochmals betonen, die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen. Was da heute passiert ist, ist eindeutig der Pakt mit dem Faschismus. FDP und CDU sind den sehenden Auges eingegangen, ich würde sogar sagen bewusst. Wenn wir jetzt auch gerade erfahren, dass in zwei Stunden das Kabinett Kemmerich steht, dann wissen wir, dass es von langer Hand geplant ist und kein Zufall ist, was heute passiert ist. Von einem abgekarteten Spiel will die Union aber nichts wissen. Enthaltung hätte sich verboten. Aber Fakt ist, wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien. Wir sind auch nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien. Aber wir sind verantwortlich für unser eigenes Stimmverhalten. Nochmal zurück, was mal passiert. Vor dem entscheidenden dritten Wahlgang Sitzungsunterbrechung. Die FDP schickt jetzt Thomas Kemmerich ins Rennen. Für diesen Fall hat die Union beschlossen, den FDP-Mann mitzuwählen. Für die AfD die Chance, zum Königsmacher zu werden. Sie lässt den eigenen Kandidaten hängen, setzt auf Kemmerich. Wir wollten Rot-Rot-Grün beenden. Wir wollten Bodo Ramelow in den unverdienten politischen Ruhestand schicken. Unter Bodo Ramelow ist Thüringen in einen Linksstaat deformiert worden.
Vor Empörung wirft die Linke dem neuen Ministerpräsidenten die ursprünglich für Ramelow bestimmten Blumen vor die Füße. Der Wahlverlierer selber hatte die Bühne da schon verlassen und war vorerst nicht zu sprechen. Es gibt natürlich jede Menge Reaktionen auf diese Wahlsensation von Thüringen, unter anderem vom linken Parteivorsitzenden Bernd Rieksinger sein Name. Es war eine der übelsten Tricksereien und Betrug am Willen der Wähler und Wählerinnen in Thüringen, was wir heute dort erlebt haben. Es ist ein politischer Tabu- und Dammbruch. CDU und FDP betätigen sich als Steigbügelhalter für die AfD. Ich glaube, die Überschrift ist richtig. Die AfD hat damit ihren ersten Ministerpräsidenten. Ja, den letzten Satz würde Björn Höcke wahrscheinlich auch unterschreiben. Aber die Kritik davor, die sieht der AfD-Fraktionsvorsitzende in Thüringen natürlich ganz anders. Wir hatten ein vorrangiges Wahlziel. Wir wollten Rot-Rot-Grün beenden. Wir wollten Bodo Ramelow in den unverdienten politischen Ruhestand schicken. Unter Bodo Ramelow ist Thüringen in einen Linksstaat deformiert worden. Dieser Prozess ist heute gestoppt worden. Das ist gut für Thüringen und deswegen bin ich froh, dass die Wahl heute so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ich denke, das ist ein Ergebnis, das nicht nur hier in Thüringen zur Kenntnis genommen wird, sondern bundesweit als Signal gewertet werden muss und hoffentlich eine neue Belebung auch für die deutsche Politik bedeutet. Vielen Dank. Eine neue Belebung, die sich viele aber nicht wünschen, kann man dazu sagen. Und da gab es ja eben auch sehr kritische Töne. Da wird sich auf jeden Fall noch einiges entwickeln in den nächsten Stunden und auch Tagen. Natürlich morgen wird es auch ein großes Thema sein, mit Sicherheit auch in der Bundespolitik. Und es wird natürlich auch im Internet sehr, sehr kontrovers darüber gesprochen, was sich im thüringischen Landtag ereignet hat heute. Und Marie Pschibilla, du bist da und hast neue Reaktionen mitgebracht. Was ist denn so los im Netz? Genau, ich habe noch mal geguckt und es reißt nicht ab. Also es ist wirklich das bestimmte Thema. Die ganzen Trends in Deutschland sind alle auf der Thüringen-Geschichte. Und ich habe auch noch mal einen anderen Ton jetzt aus der FDP mitgebracht. Wir haben ja gerade schon eingehört, eben auch die Kritik innerhalb der Partei, die doch sehr groß ist, obwohl der Christian Lindner sich eigentlich ja, sehr neutral gezeigt hat. Man kann ja nichts dafür, dass man in einer Geheimwahl gewählt wird von der AfD. Aber eben auch hier Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Justizministerin, sie sieht das auch völlig anders. Sie schreibt nämlich auch, der Spuk in Thüringen muss sofort beendet werden, bevor er zum Albtraum wird. Also das heißt, das klingt auch eher danach, dass man also diese Wahl rückgängig macht, dass man vielleicht sogar Neuwahlen ansetzt. Also das ist auch nochmal ein sehr starkes, klares Statement von ihr. Das hört man so auch aus anderen Parteien. Hier zum Beispiel Annalena Baerbock, die Vorsitzende der Grünen. Sie schreibt auch, das ist ein Dammbruch. CDU und FDP in Thüringen haben bewusst einen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD gewählt. Niemand kann sagen, er habe das nicht gewusst. Wir sind entsetzt von dieser Ruchlosigkeit und Verantwortungslosigkeit von CDU und FDP in Thüringen. Und das ist ganz interessant, denn die Frage ist ja schon, hat man vorher davon gewusst? Also wann war sozusagen diese Möglichkeit im Raum? Und deswegen ist dieser Tweet auch nochmal sehr interessant. Der stammt von Wolfgang Tiefensee. Er war übrigens auch in der Wahl der Kandidat der SPD in Thüringen. Hat er auch schwer verloren, aber immerhin jetzt auch nochmal. Und wenn Sie das sehen hier unten, also der Tweet ist von heute früh 7.05 Uhr. Also das ist schon ein bisschen älter und insofern sehr interessant, denn da geht er schon mal direkt, spricht er Herrn Kemmerich direkt an und schreibt, sehr geehrter Herr Kemmerich, ist es wahr, dass Sie sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen und dann die SPD-Minister zum Bleiben auffordern wollen? Welch ein politischer Dammbruch und welch eine Anmaßung. Also offenbar war das jetzt doch nicht so spontan, sondern genau diese Variante, die war heute früh, stand heute früh eben schon im Raum. Und das wird jetzt sicherlich auch nochmal Konsequenzen haben. Das finde ich auch interessant. Solche Bildvergleiche kursieren massiv im Netz von vielen Nutzern, die eben Vergleiche aufmachen. Das hier oben ist übrigens Franz von Papen, damals Reichskanzler. Das gilt so ein bisschen, dieses Geheimtreffen damals zwischen Hitler und ihm gilt ein bisschen so als die Geburtsstunde der Weimarer Republik. Da ging es nämlich darum, dass man der NSDAP schon ein paar, ja, eine Position auch verschafft in der Regierung, ohne eben Posten zu bekommen. Und da eben hier nochmal das Bild von Thomas Kemmerich mit der Gratulation von Björn Höcke. Und dieses Bild hier, dieser Vergleich, der stammt eben nicht von irgendjemandem, sondern auch aus der Linkspartei. Jan Korte ist nämlich der parlamentarische Geschäftsführer der Linken in der Bundestagsfraktion. Und er schreibt auch folgendermaßen darüber, Geschichte wiederholt sich offenbar doch. Bis zur Machtergreifung der Nazis gab es Etappen. Eine davon war das Hitler-Papen-Bündnis. Also da auch nochmal dieser Vergleich. Sehr hochgehängt natürlich, Hitler-Vergleiche, muss man immer sehr vorsichtig sein damit.
Aber eben, wie gesagt, das ist ein Beispiel davon, was momentan sehr viel eben auch herumgeht. Ja, und interessant ist auch, Glückwunsch an alle Wähler in Thüringen zu einem neuen Ministerpräsidenten, Regierungschef, von dem sie noch nie gehört haben. Ja, 5% statt eben den über 30, die eigentlich Bodo Ramelow mal hatte mit seiner Partei. Marie, danke schön. Danke für den Überblick. Damit machen wir eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder da für Sie. Bleiben Sie dran.